We'll be right back.
Tantatata! Haha! Hallo Internet! Hallöchen! Schön, dass ihr da seid an den Empfangsgeräten, wo auch immer ihr gerade zuguckt, auf Twitch oder auf YouTube. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf, Denzen. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich meine, Ostern habe ich ja sonst nicht viel zu tun. Weil, ich sagte was, das griechische Ostern ist ja gar nicht jetzt. Wir haben immer so ein, zwei Wochen später. Ja. Das heißt also, Familie hat eh nichts vor. Das griechische Ostern ist später? Griechisch orthodox. Das ist tatsächlich ein bisschen terminlich anders gelegt. Aber ich hätte eh die Zeit genutzt zum Zocken. Und warum das nicht bei dir hier machen? Sehr schön. Ist der Ton mono, sehe ich da gerade. Wir checken das. Eigentlich sollte das alles ganz gut funktionieren. Aber ihr könnt gleich gerne nochmal Feedback geben. Ja, erfahrungsgemäß genau. Ist es ja immer so, dass wir kurz am Anfang noch mal ein bisschen was regeln. Ich habe Stereo, klingt gut, okay. Ist vielleicht einer von uns nur Mono oder so? Bin ich nur auf einer Spur? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns nur gerade jetzt hier im Moment. Auf jeden Fall kriegen wir das sonst gleich auch gefixt. Also ganz entspannt. Ich hoffe, ihr versteht uns gut. Und natürlich ist es vielleicht nicht die gewohnte Qualität aus den Streams, wo wir vor einem Mikro sitzen, sondern das ist ja hier alles ein bisschen improvisiert und anders als sonst. Ja, sehr schön, dass du da bist, Gregor. Ich habe es vorhin dir schon mal gesagt, mein Stream war sehr happy, als er gehört hat, dass du zu Gast kommst. Das freut mich zu hören. Ja, also ich sage auch nochmal die ganzen Leute, die jetzt bei YouTube bei mir zuschauen. Ich wurde gefragt, ob ich Bock habe, mit dir in ein großes Duell, hier Zeit für ein Duell, mal hier reinzugehen. Ich habe da erstmal gedacht, okay, wer soll mich dann jetzt abziehen? Ich lasse mich von keinem lieber abziehen als von dir. Aber es geht mal ein bisschen um das Thema denn jetzt hier, ja. Weil ich bin jemand, der seinen Dreamcast am Launchtag gekauft hat. Und dementsprechend rechne ich mir zumindest ein bisschen Alterserfahrung aus. Also ich habe dich auch angekündigt als, ich sag mal, Sega-Konnoisseur, kann man sagen, oder? Ja, kann man sagen. Liebhaber, du bist ein Sega-Fan. Ich bin ein Sega-Kind, ich bin mit Sega groß geworden. Anders als ich das bin. Ich bin ja eher, wenn man da so aufteilen will, Richtung Nintendo unterwegs, wenn man so diese zwei Häuser überhaupt so verteilen möchte. Aber ich war eher immer das Nintendo-Kind und Sega leider an mir vorbeigegangen. Mhm. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute von dir vielleicht abgezockt zu werden auf der Dreamcast. Aber ganz kurz vorab, wo sind wir hier? Wir sind mal wieder bei mir zu Hause. Das ist mein Räumchen hier, wo ich sonst auch streame. Ihr seht diesmal nur einen anderen Blickwinkel. Mhm. Aber das ist meine Location. Wir sitzen hier bei mir und es ist mittlerweile sogar schon die fünfte Retro Gaming Night, die wir jetzt hier machen. Hier bei mir die vierte tatsächlich, aber insgesamt die fünfte. Und wir hatten beim letzten Mal auch wunderbare Gäste. Ich sage es immer wieder, wir haben ja nur hervorragende Gäste. Natürlich. Wir hatten unter anderem Simon auch schon da und beim letzten Mal war Nils da. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? kenn ich beide nicht. Ja. Ach, die beiden. Genau. Okay, ja, okay. Die waren schon mal hier. Die waren tatsächlich schon mal hier. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke immer so ein bisschen, ich mache mal den Ton aus, dass ich natürlich die Spiele so ein bisschen anpasse an den Gast. Mhm. Und deswegen. Was hast du mit den beiden gemacht? Also was hast du mit Simon gespielt? Dann waren es eher, irgendwelche Gruselspiele bei Simon? Oder nein, also es ist schon immer sehr unterschiedlich, aber die Konsolengeneration wähle ich mir dann da okay, aus. Und beim Simon habe ich eigentlich gedacht, könnte ich auch ein bisschen zurückgehen weiter. Weiter zurück. Ja, Simon hat viel PlayStation 1 damals verkauft im Spieleladen. Ja, nee, ich glaube, wir wollen jetzt noch weiter zurück. Nein, auf keinen Fall. Also, okay. Oder was? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Nils hätte ich so als den PC-Typen eingeschätzt. Ja, da haben wir N64 gespielt. N64, okay. Ja. Mhm. Mit Simon haben wir auch Snowboard Kids gespielt. Okay, ja. Snowboard Kids ist ein gutes Game. Ja, ist ein gutes Game. Ich sag mal mittelmäßig heute. Damals gut, heute so mittelmäßig. Ja, genau. Aber heute gehen wir ein bisschen weiter nach vorne sogar in der Zeit. Mhm. Das ist also zumindest das Modernste, was wir bislang hier in der Retro Gaming Night hatten. Und eröffnet natürlich auch die Frage, ist das eigentlich Retro Dreamcast? Also, es ist schwierig. Hast du dir mal Gedanken über den Begriff Retro gemacht oder was das angeht? Ich habe eine eigene Definition. Ich würde sagen, also für mich das Gefühl muss sein, du kannst da nicht irgendwie so eine Jahreszahl dran packen, wenn es jetzt älter als 20 Jahre ist und so weiter. Weil viele Leute, vor allem weil es in den letzten Jahrzehnten so wenige Wechsel von neuen Generationen gegeben hat, muss man sich so ein bisschen dann hinfühlen. Und manche würden zum Beispiel sagen, zu Anfang vom Retro-Club habe ich häufig gehört, was, PS2 zähle ich doch nicht als Retro. Ja, oder genau. So. Na, dann würde ich aber sagen, denk mal drüber nach, die Xbox 360 ist 19 Jahre alt. Ja. Wenn das nicht Retro ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, also es ist natürlich, es gibt kein richtig oder falsch. Ich gehe, also
ich fahre eigentlich, ich sage, wenn kein HDMI dran ist, ist es schon Retro, obwohl das natürlich auch schon eine PS, obwohl eine PS3 hat auch HDMI. Ja, die 360 hat später ja welche bekommen. Aber das ist so meine grobe so würde ich es sagen. Also ich würde sagen, du bist safe, was Retro angeht, bis zu PS2, GameCube, Wii müsste man eigentlich auch schon mit reinziehen, weil es auch von der Jahreszahl zwar ein bisschen später ist. Ja. Schwierig wird es bei PS3 und Xbox 360, wobei die zählen für mich auch schon mittlerweile stark als Retro. Danach PS4 würde ich persönlich und Xbox One noch nicht reinzählen. Ja, sehe ich auch so. Ganz kurz noch ein kleiner Disclaimer. Also erstmal natürlich vorweg ein dickes Dankeschön an den Sponsor dieser Show heute. Das Ganze, ihr seht es ja auch im Titel, ist die Kleine Feigling Retro Gaming Night. Kleiner Feigling hier natürlich auch zu sehen, auch in der Werbung. Uns ist ganz wichtig, ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem ganzen Thema. Ihr werdet uns hier nicht gleich sehen, wie wir uns einen hinter die Binde kippen. Ich hoffe, das ist jedem klar und das möchten wir auch genauso nochmal deutlich sagen. Natürlich werden wir vielleicht mal ein Pinchen trinken, ein Klöpferchen und das gehört ja auch dazu. Aber uns ist ganz wichtig zu sagen, dass das hier ganz ein entspannter Abend sein soll und wir auf gar keinen Fall irgendwo mit übertreiben oder keine Trinkspielchen machen und es ganz entspannt ist. Exakt, du hast schon alles gesagt. Ich schließe mich dem vorbehaltlos an. Ja, sehr gut. Aber natürlich auch ein dickes Dankeschön, denn ohne den Feigling würde das hier nicht stattfinden können. Und das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, wie jetzt heute, dass wir beide hier auf der Couch sitzen und sowas spielen. Und das ist natürlich auch hervorragend. Die 5-Liter-Flasche wird nach dem Stream geleert. Nee, die steht hinten irgendwo. Die ist ein witzig, ein Gimmick. Genau. Eine riesige Flasche. Also wenn ihr die entdeckt und wisst, wo sie steht oder es kein hier visueller Trick ist, ja, wie sie nah an die Kamera dran gestellt, schreibt es in den Chat rein. Genau. Ja, genau. So ist es. Und was erwartet euch heute? Also wir werden unterschiedliche Spiele spielen. Wir spielen 7 verschiedene Games. Ich kann auch schon mal so viel sagen, dass es auch Mitmachspiele geben wird. Erfahrungsgemäß immer sehr beliebt, werden wir ein Quiz machen, ein anspruchsvolles Quiz, wo alles zum Thema Retro von euch abverlangt wird. Das ist sehr schön, da könnt ihr auch noch was gewinnen. Wenn ihr da unter den besten Ratern seid, gewinnt ihr einen Preis. Und das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und ja, wir werden uns hauptsächlich mit der Dreamcast beschäftigen heute, gehen aber auch später einmal an den Arcade-Automaten, weil das einfach auch so ein bisschen Tradition ist, in dieser Show einmal an den Automaten zu gehen. Ja, ich bin schon gespannt darauf, wie dann entsprechend die Reihenfolge oder die Wahl dann sein wird, was die bestimmten Spiele angeht und auch das, was wir im Automaten machen. Ja. Chatbefehle übrigens, ihr gebt jetzt auch schon alles fleißig rein. Ja. Gilt übrigens auch für den YouTube-Chat bei mir, wenn ihr bei rpgheaven.de zuschaut. Ja. Das wird entsprechend in einem gemeinsamen Chat hier gesammelt. Also wenn ihr bei den ganzen Gewinnspielen, was über den Chat funktioniert, teilnehmen wollt, könnt ihr es entweder bei YouTube oder bei dir bei Twitch machen. So ist es. Genau, hervorragend. Und ich glaube, das sind auch schon die wichtigsten Dinge zum Erklären. Wir sind natürlich auch heiß auf Zocken. Vielleicht noch der kleine Hinweis, weil der Auswahl der Spiele ist es so, dass wir vielleicht also die Regeln so ein bisschen Freestyle auch mal verändern. Wir sind da sehr entspannt. Veränderst du die, wenn die zu deinem Nachteil sind? Nein. Oder? Nur wenn ich merke, dass es vielleicht doch länger dauert oder weniger lang dauert, als es, als es eingeplant ist. Also wir schauen mal, dadurch, dass das eine oder andere witzige Game dabei ist, wo man aber vielleicht nicht so easy peasy mal ein One-on-One spielen kann, gucken wir einfach ganz entspannt, wonach beurteilen wir da, wer jetzt gleich gewonnen hat. Also ja, es geht um einen netten Abend, es wird hier keine Weltmeisterschaft im Dreamcast spielen und ja. Falls es eine Weltmeisterschaft in Dreamcast spielen wird, merkt es dann direkt im Anschluss, wenn sich dann hier die wir zerfetzt in der Ecke liegen. Genau. Vor lauter Wettbewerb. Genau. Ja, der Stream ist natürlich ab 18. Das heißt, wenn ihr Kleiner Feigling in den Titel schreibt und am Gewinnspiel mitmacht, müsstet ihr natürlich 18 sein. Das wird am Ende überprüft. Also wenn ihr jetzt doch 10 Jahre alt seid und sagt, ach, da sneak ich mich rein, werdet ihr nichts gewinnen natürlich. Nur als kleiner Hinweis. Gut. Gregor, hast du Bock auf Spielen? Ich habe Bock auf Spielen. Ich war schon bereit und jetzt bin ich noch bereiter. Du bist noch bereiter. Bereiter, nicht bereiter. Ja, bereiter. Ja. Ja, hervorragend. Punktesystem noch ganz kurz, so wie es sonst auch ist. Um natürlich hinten raus auch immer noch ein bisschen Möglichkeiten zu lassen, gibt das erste Spiel 1 Punkt, das zweite Spiel 2 Punkte und so weiter und so weiter. Okay. Das heißt, hinten raus wird es dann noch mal ein bisschen wichtiger. Aber natürlich geht es auch um die Ehre, auch ein erstes Spiel, wenn es nur einen Punkt gibt, will gewonnen werden. Genau, da habt ihr nochmal die Einblendung von Punktestand und ja, wenn ihr soweit seid, wir sind soweit, würde ich sagen, dass wir eine kleine Erklärung zum ersten Spiel für euch und für uns haben und dann gehen wir auch schon rein. Ein absoluter kultiger Dreamcast-Klassiker, so viel kann ich schon mal sagen und ich würde sagen, Mats ab und bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend, geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend Densen und Gregor.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Kleiner Feigling Retro Gaming Night 2024. Ich führe euch am heutigen Abend durch das Regelwerk der anstehenden Challenges und kann schon einmal verraten, ihr dürft euch auf ein Best of der besten Dreamcast-Spiele freuen. Los geht es mit dem ersten Spiel Crazy Taxi. Hier gewinnt, wer in 2 gespielten Runden a 80 Sekunden das meiste Geld einsammelt. Viel Erfolg an die beiden Kontrahenten, möge der Bessere gewinnen. Willkommen auf der Rennstrecke. Kleiner Spoiler! Einen hat schon gesehen, was es eventuell schon noch gibt. Ihr habt nichts gesehen. Nein, ihr habt nichts gesehen. Geil. Crazy Taxi ist ja wirklich Crazy ein absoluter Taxi. Klassiker, oder? Ist ein Spiel, was ich mir aus der Videothek zuerst ausgeliehen habe. Also ich habe meinen Dreamcast am Launchtag gekauft. Damals mit Sonic Adventure. Direkt so beim Karstadt, lokalen Karstadt in Hamburg unter der Theke raus. Aber ich hatte nicht so viel Geld, um mir so viele Spiele zu kaufen. Ich hatte nicht mal Geld für eine VMU zu beginnen. Ich musste meinen Dreamcast eine Woche anlassen, weil sonst der Spielstand weg gewesen wäre, bis ich wieder Geld hatte für eine VMU. Crazy Taxi habe ich mir aus der Videothek mitgenommen. Das ist absolut fantastisch, muss ich sagen. Es sah so gut aus, es hat so viel Spaß gemacht. Also 1:1 in Automateheim. Ja, einen kleinen Dämpfer können wir schon mal spoilern. Natürlich macht das, also mindestens die Hälfte des Spielspaßes macht natürlich die Musik. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir die Musik hier lieber minimieren. Vielleicht singen wir oder wir machen irgendwas, denn Offspring und Bad Religion und was da alles ist für Streams nicht so. Es gehört eigentlich dazu, total. Aber als diese Spiele gemacht wurden, hat auch niemand gedacht, dass Leute das wie wir dann online streamen und spielen. Und bevor der Sänger von Offspring kommt und hier uns das Internetkabel kappt. Genau. Und muss nicht sein, deswegen gehen wir auf Nummer sicher. Aber das haben wir auch wirklich nur bei Crazy Taxi. Sonst habt ihr natürlich gleich auch immer die volle Dröhnung. Ja, ich würde sagen, du bist der Gast. Möchtest du anfangen oder möchtest du lieber erstmal schauen? Ich kann das gerne machen. Ja? Gut, dann gehen wir ins erste Game in Crazy Taxi. Vielleicht auch noch ein kleiner Disclaimer. Wir haben das Gefühl, dass es ein bisschen schwammig läuft. Ich glaube, es ist sehr viel Technik angeschlossen und deswegen ist es vielleicht nicht on point. Erwartet also hier kein God-Run, sondern es geht um die... Genau, und ich fange ja jetzt erst an. Das heißt also, ich muss aber erstmal wieder ein Gefühl für den Dreamcast-Controller kriegen. Ich habe es nämlich nicht mehr lange Zeit am Dreamcast-Controller selber gespielt. Wir haben jetzt hier auch Crazy Taxi 2 drin, aber es macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Ja. Die Stadt ist anders, aber das Gameplay ist das gleiche. Genau so. Wir haben den zweiten Teil genommen, einfach weil es... Ja. Ich glaube, vom Modus her, Around Apple ist die größte, dass du mehr Fläche machen kannst. Ich glaube, dann einigen wir uns darauf. Ja. Und der Rest, Play by Normal Rules, bis die Zeit vorbei ist, oder? Genau, so. Ja. Right. Jeder hat, glaube ich, 80 Sekunden zu Beginn. Ja, wie gesagt, kennt euch die Musik. Jetzt hören wir den Sound zwar da hinten, aber ich hoffe, ihr hört den Spielsound normal. Sonst kann ich bestimmt auch gleich einfach mal auf... Ich konzentriere mich aufs Spielen. Ja, dann würde ich mal ganz kurz aufstehen. Ich denke, es ist eine Sache von einer Sekunde. Dann sollten wir den Sound gleich richtig hören. Okay. Hey, 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 it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! Okay, der Stream hört es auch noch, dann mach ich den Fernseher lauter und dann haben wir alles wunderbar. Mein Gott, ich störe mich. Verdammt, oh nein! Das hab ich schon verwirrt, ey. Okay, es reicht ja, wenn wir es ein bisschen haben. Lauter. Ich spiele es ein bisschen laut. Ja, ja. Also ihr könnt ruhig Feedback in den Chat schreiben. Wir haben eine Regie natürlich, die kann darauf reagieren. Und wir müssen natürlich schauen. Jedes Spiel ist unterschiedlich. Oh mein Gott, stürmt das jetzt draußen. Als ob die gewusst haben, dass wir jetzt hier gerade uns konzentrieren müssen. Ja. Warst du ein aktiver Crazy Taxi-Spieler damals? Nein, 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 muss ich sagen. Wie gesagt, also aktiv Dreamcast... Puh, also ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich mich gefreut habe, dass ich die zu Weihnachten bekommen habe. Aber ich hatte, glaube ich, Dead or Alive und Shenmue und dann war es das auch. Also ja, gut, du warst aber auch sehr gut beschäftigt, wenn du also gerade die beiden Spiele vor allem Shenmue hattest. Ja, und viel mehr habe ich da leider nie erfahren. Ja, so ist gut, wunderbar, dankeschön. Also ich habe das natürlich noch so einigermaßen in der Muscle Memory drin, aber mit dem Gänge einlegen hier und alles, vorwärts und rückwärts, weil du hast natürlich, du musst es ja wie ein Auto dann steuern. Ja. Das heißt also, wenn du rückwärts fahren willst, musst du auch den Rückwärtsgang einlegen. Und ich meine auch, dass man da so kleine Turbos aktivieren kann, ne? Wenn man hin und her schaltet, also wie genau, weiß ich gar nicht mehr. Du hast quasi so ein bisschen so einen Mario Kart Quickstart, wenn du gleichzeitig den Gang nach vorne einschaltest, als auch die Vectobus. Okay, einfach darüber. Einfach darüber, ja. Es,
Ich muss ja sagen, also wenn es um Racing geht, bin ich absoluter Fan von arcadigen Racer. Ich bin kein Simulations-Racing-Fan überhaupt. Da bin ich absolut bei dir. Und mehr Arcade als das ist ja unmöglich. Also da kommt immer noch Mario Kart. Das Racing ist ein bisschen so im Hintertreffen hier. Oh Gott, wo haben wir hier nochmal einen nächsten? Sondern es geht mehr um die... hätte ich nicht so anfangen sollen, die Telefonzelle hier. Geht ein bisschen mehr auch so um die Taktik und schauen, welche Fahrten du dir nimmst. Je grüner der Kreis ist von den Leuten, die du mitnimmst, umso weiter weg ist die Fahrt. Ach, umso weiter weg? Und umso mehr Geld bringt sie. Ah, ich dachte, wenn es rot ist, ist es weit weg. Nee, rot ist nah dran. Man sieht es auch. Ich sollte vielleicht mal eine andere... Wo haben wir... Ich will was mitnehmen. Ja. Hey, jetzt hör mal auf. Ich glaube... So knappe Manöver geben dir auch noch mal ein bisschen Geld, oder? Oder war es nur beim ersten Teil? In der Nähe so ein bisschen Burnout-Style dranfahren. Jetzt komm. Zeit? Okay, ja, genau, die Zeit gehört auch dazu. Oh nein. Dreh um. Ich muss es ein bisschen lauter machen, also wir brauchen hier schon noch ein bisschen. Ja, mach's mal ein klein bisschen lauter oder so. Also es ist auf jeden Fall einiges, was nochmal an Taktik dann geht. Und wenn du ein bisschen dich mit dem Straßenlayout auskennst und weißt, wo ungefähr mal die Leute stehen, wenn sie fahren wollen, musst du dich auch nicht mehr auf den Fall so richtig verlassen. Meinst du? So gut kann man da drin sein? Ja, die sagen dir das Ziel, wo du hin möchtest. Okay. Und ab und zu mal ist dieser Pfeil, du hast ja heute die Möglichkeit, ich glaube, du kannst ja auch springen. Ach, ja, wie denn das? Mit Y okay. Auf dem Dreamcast. Da kannst du auch so Brücken hochspringen oder solche Geschichten hier. Wenn oder du, über ein Auto rüber, theoretisch. Ja. Aber, das kannst du machen. Zum Beispiel, da gibst du ein bisschen Geld oder für nah ranfahren, Burnout-Style. Na gut, aber 75 Cent, wenn wir hier von 1300 Dollar sprechen. Ha. Und wie viel ist es jetzt geworden? 1388, glaube ich. Das addiert sich zusammen, ja. 1300. Okay, 1388 und 74 Cent. Die Regie ist on point, da steht es schon im Scoreboard. Okay. Okay, ja, dann versuche ich mal mein Glück. Probier es mal. Wir hatten Around Apple und ich nehme auch das gleiche Fahrzeug. Wie du magst, also dir sei es überlassen. Ich weiß nicht, ob die so einen enormen Unterschied hatten, was du das Fahrgefühl angeht. Da steht ja auch sonst nichts außer Blutgruppe. Dann denke ich nicht. Es ist wahrscheinlich einfach, welches Auto gefällt dir am besten. Ich nehme hier den Dude, der hat nämlich meinen Körper und damit kann ich mich identifizieren. Ist aber exakt die gleichen Tattoos, ne? Absolut. 1388 Dollar in 80 Sekunden ist gar nicht so schlecht. Ja. Ich bin bei dir übrigens, was Arcade Racer angeht. Also ich spiele auch sehr viel Arcade Racer immer noch. Habe im letzten Jahr ausgiebig OutRun 2 und Sega Rally 2 gespielt, was meines Erachtens die besten Sega Racer sogar sind. Mhm. Die aber natürlich nicht diese so Puzzle-Komponente fast haben wie Crazy Taxi. Ja. Okay, schauen wir mal. Also ich habe es lange nicht mehr gespielt. Seitdem ich die Dreamcast jetzt habe, habe ich es natürlich auch mal ein bisschen im Stream gespielt und dann habe ich mal reingespielt. Aber halt ein, zwei Ründchen. Aber ich habe es halt direkt gemocht, muss ich sagen. Das ist ja nah. Okay, das ist, du sagtest, rot ist nah, grün ist weit weg. Genau, also für die Leute, die du mitnimmst, ne? Ja, der Zielbereich ist natürlich dann immer, der ist immer grün. Dann dargestellt. Wenn du den da hinten mitnimmst, zum Beispiel hast du eine weiße. Also würdest du sagen, es würde sich mehr lohnen? Also am Anfang kannst du natürlich erstmal ein Gefühl bekommen für die Steuerung, bevor du dich auf eine lange Fahrt einlässt. Aber mehr grün ist besser. Ja. Ne? Weil, weil du auch mehr Geld dann am Ende bekommst. Und ja, für so in der Theorie, du kannst schneller abbremsen, wenn du auf den Rückwärtsgang schaltest und gleichzeitig Gas und Bremse drückst, damit du schneller zum Halten kommst. Und der Quickstart von dem Rückwärtsgang auf den Vorwärtsgang plus Gas geben, gleichzeitig hast du so eine Art kleinen Quickstart. Okay, wow. Würde ich im echten Leben nicht machen, um abzubremsen. Würde ich auch nicht machen, nee. Den Rückwärtsgang schalten. Jetzt habe ich wieder rot genommen, wahrscheinlich gar nicht so schlau. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob du eher die Grünen vorhin hier eingesackt hast. Nee, ich hab auch mehr rot genommen, aber ich habe dann auch gemerkt, die haben sich so ein bisschen kannibalisiert, einfach weil ich dann immer in diesem gleichen kleinen Rondel unterwegs gewesen bin. Und irgendwann waren nicht mehr genug Fährten oder Fahrten dann darüber. Das sieht aber nach deutlich weniger Geld aus. Jetzt musst du mal... Ja gut, nimm die, bevor du... Da ist ein Grüner. Dann nimm den Grünen. Aber ich krieg jetzt ja noch mal Zeit. Genau, du hast einen sehr kleinen Kreis, wo du stehen kannst, aber das passt. Genau, du kriegst genug Zeit und jetzt versuch... Du musst wahrscheinlich jetzt auch über die Brücke fahren, kann ich mir vorstellen. Okay, doch, cool. Ich glaube, wirklich, wenn du so ein bisschen das Map-Layout heraus hast, dann verstehe ich, was du gerade gesagt hast. So, und das war da, wo er mich dann hingetrieben hat. Ich bin dann zeitlich nicht mehr ganz hingekommen. Aber du hattest so viel mehr Geld. Ich habe viel noch mal gefischt da vorne, ne? Also jetzt, wenn du diese Fährte kriegst, dann könnte es sein, dass du dann doch dann noch genug Geld hast. Oh Gott, oh Gott.
Crazy Taxi 1, Stadt so ein bisschen mehr nach San Francisco orientiert, mit vielen Höhenunterschieden. Das ist mehr New York jetzt, bei Crazy Taxi 2, als Vorlage natürlich nicht exakt, aber du siehst hier so ein bisschen die Brooklyn Bridge zum Beispiel, zwischen Manhattan und Brooklyn. Wo will die Tante denn hin? So, du könntest das noch Oh Gott, wie, also. Uff. Ja, wo will sie denn hin? Okay, das war wirklich nix. Ich glaube, es hätte wahrscheinlich ordentlich Kohle gegeben, wenn ich angekommen wäre, aber... Aber so sind es 772 das ist Dollar zu wenig. Und 4 Cent. Du hast viel mehr verdient als ich, Gregor. Also jetzt müssen wir den Wettbewerb auch beenden. Ja, ich glaube, so war es auch vorgesehen. Allgemein meine ich. Achso, du weißt den ganzen. Weil die Runde habe ich doch gewonnen, oder? Ja, die Runde hast du gewonnen. Okay. Das war, also wir haben von vornherein gesagt, wir machen einfach eine Runde. Mhm. Wir fahren uns beide nicht warm oder so. Aber warum hast du jetzt so viel mehr? Du hast mehr gefischt. Du hast also in dem es kleinen Rundel... Also ich habe, glaube ich, auch mit dem Quickstart und mit den Bremsen, ich habe jetzt nicht mehr so richtig gut drauf, aber ich bin schneller zum Halten gekommen, näher an den Leuten ran. Das sind so kleine Optimierungen, die du machst. Und da ich viele kleinere Fahrten hatte zu Beginn, hat sich das erstmal so ein bisschen summiert. Bei mir ist es aber auch an der gleichen Stelle gescheitert, gerade wie bei dir. Die lange habe ich nicht mehr gekriegt. Mist. Ja, aber Gratulation. Bedeutet, du hast das erste Spiel gewonnen. Es gibt erstmal nur in Anführungszeichen einen Punkt, aber natürlich die Ehre des Sieges fürs erste Spiel. Und wir gucken mal auf Scoreboard. Klang. Ich bin sehr froh, dass da die Null am Ende nicht bei mir stehen muss. Jetzt. Ah, das passiert nicht. Das passiert nicht. Ich muss erstmal darauf achten, dass das nicht bei mir passiert. Ja, die Dreamcast ist so eine gute Konsole, sagt er. Es ist eben der Vorteil, glaube ich, gerade, dass du, wenn du viel mehr Retro gespielt hast und Dreamcast noch nicht so zu 100% deins gewesen ist, wenn es jetzt ein Super Nintendo oder NES-Wettbewerb gewesen wäre, bei Mega Drive hätte ich noch ein paar Chancen. Ja, mit Sicherheit. Ja, mit aber Sicherheit. Dreamcast ist einfach, das musst du so ein bisschen gefühlt haben. Ja, okay. Ja, das war das erste Spiel. Absoluter Klassiker, muss man sagen. Wir werden gleich eine Mini-Mini-Mini-Pause machen. Mhm. Also wirklich nur ein paar Minuten. Aber ich kann so viel schon mal sagen, das nächste Spiel, das wir spielen, steht noch gar nicht fest, denn es gibt wieder ein Vote, so wie es das immer gibt. Und ja, ich hoffe, ja, ich sag mal nix. Natürlich sollt ihr frei entscheiden, was ihr da sehen wollt. Aber das ein oder andere Spiel gibt es vielleicht, wo ich denke, hoffentlich kommt das nicht. Aber ich werde es erstmal noch nicht sagen. Ja, wir machen ein wirklich klitzekleines Päuschen, 2 Minuten, einmal kurz zur Toilette und dann werden wir gleich wieder da sein. Und dann macht euch bereit für einen Vote und ihr entscheidet, was wir als nächstes spielen. Oder machen wir das jetzt noch? Nein, die Werbung kommt jetzt und die Pause. Ja, wir sehen uns in 2 Minuten wieder. Okay. Bis gleich. I'm not the one who's always right.
Da sind wir wieder. Häuschen vorbei. Zwei Minütchen, drei Minütchen. Nehmen wir nicht so genau. Ja, ich hab nochmal hier extra, was ihr nicht gesehen habt, meinen Sieg gefeiert mit ein paar Flickflacks. Ja, es war krass. Dadurch. War echt, Respekt, was du da. Ich muss sagen, ich habe aber so ein bisschen, also Respekt ist das richtige Wort. Ich möchte hier nicht so viel Flickflacks machen, weil jetzt sehe ich endlich mal, dass es auch nicht nur eine gedruckte Tapete bei dir hier im Hintergrund ist. Tatsächlich nicht. Ich bin immer sehr erstaunt oder ich fühle mich fast wie früher dann im Game Shop hier ein bisschen, ne, weil du hier schon alles sehr schön in der Auslage hast. Einen guten Teil habe ich auch von den Games, aber nicht so in der Breite wie du hier. Ja. So ein paar Klassiker. Aber genau das sollte der Flair auch sein. Es sollte so ein bisschen Videothek sein. Also einfach die Regale vollstellen mit Spielen ist einfach eine schöne Optik. Und ich fühle mich hier auch sehr wohl. Ja, aber freut mich, dass es dir gefällt. Ja, war auch mal drüber nachgedacht, tatsächlich, als ich noch in einer anderen Wohnung gewesen bin, wo ich ein bisschen mehr Platz hatte, auch solche Videotheken-Style-Regale. Aber eher so, kennst du die Dinge, die so ein bisschen flach waren? Die dann so diesen kleinen Holz... Ja. Die Holzleiste hatten, dann konntest du nämlich so flach, dass sie nach oben geguckt haben. Hingegen. Verstehe. Und ich dachte, das könnte ich mir ja, ich könnte mal ein paar Wände voll machen damit. Das kannst du ordentlich was voll machen, ja. Was deine Sortierung hier, ist das nach Gefühl? Weil das ist natürlich auch etwas, was sehr wichtig ist. Manche machen das nach alphabetisch, nach Region und so weiter. Ich mache das viel mehr nach Farben und Serien. Also ich habe das Gefühl, passt so eine gewisse Serie, eine Art von Genre zusammen und die packe ich dann bei mir ins Regal. Also ich sag's, wie es ist. Also sehr viel System hat das nicht. also ich sehe schon auch, ich glaube, als ich es eingeräumt habe, war schon so ein bisschen, ich tue die Zelda-Spiele beieinander. Nee, aber Gefühl ist auch ein System. Ne? Ja, Gefühl, vielleicht. Was du sagst, das passt irgendwie da hier hin. Ja, vielleicht ist das so. Also da, hier sehe ich gerade, ihr seht es nicht, aber da ist Resident Evil und Mario Kart. Auf ich weiß, Spiel. Und auch das Echo der Dolphin, das ist ein Meme, dass das da steht, das triggert die Leute im Stream. Da steht einfach zwischen Dreamcast-Spielen Echo der Dolphin. Aber es passt, weil also Echo der Dolphin auf dem Dreamcast fand ich fast so gruselig wie Resident Evil. Ich habe es vor Unterwasser-Horror drei, vier Wochen ungefähr gespielt. Ich glaube, es war eines der schlechtesten Spielerfahrungen meines Lebens. PS2-Version ist besser. Und die Mega Drive-Version? Das sind ja andere Spiele. Ich bin kein großer Echo-Fan von der spielerischen Seite, aber Musik ist toll und die Stimmung ist großartig. Ja, und der Titel. Ich glaube, er heißt Defender of the Future. Defender of the Future. Da machen wir uns ja keine Sorgen mehr um die Future. Also wenn Echo der Defender ist, dann würde ich sagen, passiert nichts mehr. Das ist alles kein Problem. Ja, sehr schön. Hat auch einen Waffenschein. Okay, bevor wir gleich, obwohl wir können den Vote ja schon mal vielleicht starten, denn die Zeit müssen wir ja noch überbrücken. Ihr müsst ja ein bisschen Zeit haben zum Abstimmen. Und wir werden euch jetzt die Spiele präsentieren, für die ihr euch entscheiden könnt. Ihr könnt es, egal in welchem Chat ihr gerade seid, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch, in meinem Kanal und auf Gregors Kanal, einfach mit dem passenden Command voten. Ihr müsst also keinen Link anklicken, einfach den Begriff dann reinschreiben. Ja. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf die Voting-Liste. Mhm. Aha, votet im Chat. Entweder mit Ausrufezeichen Daytona, Ausrufezeichen Tennis oder Ausrufezeichen Space. Ihr müsst nichts weiter tun, außer diesen Command. Ihr kriegt auch keine Bestätigung. Die Stimmen werden gezählt. Und ja, also ich bin ein Freund davon, lass uns offen sprechen. Also ich glaube, wir müssen auch ein kleines bisschen offen sprechen. Wir werden natürlich Ich sehe schon, es artet Apple. Ich sag's mal was, ich kenne die alle drei relativ gut, also manche besser als die anderen. In Sachen Arcade Racern haben wir schon mal drüber gesprochen. Meine Favoriten sind Sega Rally und OutRun 2. Ja. Daytona ist ein sehr gutes Spiel. Allerdings, ich mochte nie das Fahrgefühl so richtig. Ich mag es auch nicht. Das Heck bricht so enorm schnell aus. Du brauchst sehr einen filigranen Finger dafür. Und es sieht zwar gut aus, aber der Fun ist so ein bisschen relativ.
Space Channel 5 ist ein sehr wegweisendes Spiel. Als Rhythmus-Game ist, funktioniert, glaube ich, für mich mehr mit Musik und Visuellen. Ja. Virtual Tennis ist ein absoluter All-Time-Classic und das ist so ein 9 von 10 Spielen und eines der besten Spiele, die je gemacht wurden. Wenn ich wählen könnte, ich wüsste, was ich wähle. Also, ja, ich möchte natürlich auch niemanden beeinflussen, aber wir haben hier auch eine wirkliche Tennis-Historie schon in dieser Reihe. Wir haben von Mario Tennis bis Super Tennis alles irgendwie schon mal gespielt. Ich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde auch sagen, lasst uns Tennis spielen, zumal wir das gleichzeitig spielen können. Bist du Tennis-Fan an sich oder Tennis-Fan? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Okay, aber arcadiges also Tennis, obwohl das ist ja gar, ziemlich arcadig. Ja. Die Spiele sind natürlich auch nochmal etwas. Ich würde dir, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Jimmy Connors auf dem Super Nintendo nochmal nahelegen. Als Kind sehr großer Tennis-Fan gewesen. Das waren aber die großen Boris Becker, Steffi Graf-Zeiten hier. Ja. Und Andre Agassi war mein Favorit damals. Oh ja. Als er sich die Haare endlich abgeschnitten hat, hat es auch mit der Weltrangliste dann geklappt. Und ich setzte sehr große Stücke durch. Ich habe viel Virtual Tennis gespielt. Viel? Great, oh Gott, Great oh Gott. Courts, Great Courts auf dem C64, Jimmy Connors. Jimmy Connors da. Wir haben gerade kurz drüber gesprochen einmal. Mhm. Ich hatte es gar nicht so richtig auf dem Schirm, Jimmy Connors, obwohl es mich wundert, wenn du sagst, es ist ein Super Nintendo-Spiel. Vielleicht habe ich gerade einfach, der Name sagt mir nichts, aber also mich wundert es, dass ich gar nicht weiß, wie es aussieht. Also eventuell hast du es mal hier und da gesehen vom Spielerischen. Das ist als so, ja, 16-Bit-Tennis oder 8-16-Bit-Generation. Vom Spielerischen, vom Anspruch hier und von der Steuerung meines Erachtens das Beste, besser noch als sowas wie Final Match Tennis PC Engine. Okay, aber Virtual Tennis, ja, immer wenn man mal auf einer Veranstaltung ist, auf einer Retro-Börse oder sonst was, dann steht da eine Dreamcast, an der kann man spielen. Da läuft entweder Virtual Tennis oder Ready to Rumble Boxing. Ja. Das sind so die Dream-Spiele schlechthin. War mein zweites Ready to Rumble Boxing, das zweite, was ich gekauft habe. Ja. Ein Fehler, hätte ein anderes kaufen sollen. Ja, das ist wirklich aber arg. Aber alleine die Dreamcast-Version von Virtual Tennis, vor allem, weil du auch, wenn du Multiplayer gespielt hast, dass du vier Leute direkt gleichzeitig im Doppel spielen lassen kannst. Ja. Das war richtig geil. Ja, na klar. Und es spielt sich auch einfach gut. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit zum Abstimmen. Ausrufezeichen Tennis. Wie gesagt, das ist der einzige Command, den ihr schreiben könnt. Und ich würde doch mal die Zeit nutzen, lass uns doch mal hier so ein Pinchen zu Gemüte führen. Wir haben sogar eine Kühlschrank-Camera. Oh, guck mal, mein Gott. Keine Kosten und Mühen gescheut. Und du sagtest... Was hattest du denn dazu aus? Ja, ich könnte dir jetzt anbieten etwas Erdbeeriges, etwas mit Mango, Magic Mango, etwas Sahniges. Ja, das wäre jetzt das, was wir an klein haben, weil sonst müsste ich Pinchen umfüllen. Dann gib mir doch mal Erdbeer. Habe ich noch nicht probiert. Ja. Das würde ich doch auch machen. Bitte sehr. Danke das dir. Ist die Erdbeer-Colada. Colada? Der Berry Sour ist yummy. Ich bin auch eigentlich ein Fan von sauren eher. Aber ja, wir machen natürlich hier keine Spielchen mit Nase. Ja, dann Prost. Zum Wohle. Prost. Ja. Schmeckt das Erdbeer auf jeden Fall raus? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wichtig, wir trinken hier natürlich vor der Kamera Alkohol, aber wir möchten, dass ihr das nicht übertreibt, dass wir einen verantwortungsbewussten Umgang damit haben. Und das natürlich jetzt zu so einem Abend dazugehört. Und ich finde, es ist ja immer so, das Gift macht, die Menge macht das Gift. Und wenn wir hier ein oder zwei Pinchen trinken, ist das natürlich auch absolut entspannt. Ja, schmeckt mir gut, muss ich sagen. Wunderbar. Was sagt denn unser Wort? Sind wir schon so weit, um mal reinzugucken? Oh, bitte. Okay. Also, ich sag's wirklich, ich drücke die Daumen, dass es eine Sache nicht ist. Weil, aber left, ich hab's, right, left, right, choo, choo, bitte choo. Nicht. Bitte nicht. Der Vote ist geschlossen. Ich würde die Regie... Ja! Yes. Danke, Chat. Auf euch ist Verlass. Danke sehr. Auf euch ist Verlass. Ich hatte wirklich Angst vor Space Channel. Dadurch, dass wir auch so ein Mini-Delay haben im Input, wäre das echt... Also es ist natürlich auch kultig und witzig, aber... Ja. Ich muss ja sagen, je älter ich werde, umso mehr Input-Lag habe ich selbst. So, das kommt noch dazu. Das kommt noch mal erschwerend hinzu. Technischen Input-Lag, dann vom Gehirn noch den Input-Lag. Mein persönlicher also, Input-Lag. Eieiei. Nee, nicht, dass es schlechte Spiele wären. Ich hätte die anderen auch beide gerne gespielt. Ja. Aber gerade in der Auswahl. Ich würde tatsächlich gerne mal eine Runde Virtual Tennis auch so spielen. Cool. Ja, ist doch wunderbar. Und das Schöne ist, wir können es beide gleichzeitig spielen. Bei den anderen hätten wir uns
Abgewechselt. Wie machen wir das hier? Machen wir dann normal, also ein kompletter Satz wäre natürlich sehr, sehr viel, aber du hast ja auch zwei Gewinnspiele, die du dann natürlich Genau. Wir werden natürlich gleich auch noch ein Erklärvideo haben, bevor wir ins Spiel gehen. Vielleicht gucken wir mal, was da so drin steht an Regeln. Ansonsten, ja, es kommt natürlich auch darauf an, wie gut wir uns schlagen. Da kann ein Tennismatch ja schon sehr lange dauern. Aber wir können uns echt gut schlagen und danach können wir Tennis spielen. Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen in den Erklärclip und hören einfach gut zu, wie die Regeln für dieses Spiel sind. Bis gleich. Ihr habt euch mit Virtua Tennis mal wieder für ein Retro-Tennisspiel entschieden. Wer wird das zweite Spiel des Abends für sich entscheiden können? Das erfahren wir in einem spannenden Best of Five. Sega Bass Fishing. Kleinen Spoiler. Ja, ein Best of Five. Ich glaube, es ist gemeint. Was bedeutet Best of Five? Dass wir auf 5 Gewinnspiele kommen. Also nicht fünf Sätze sind damit nicht gemeint. Nein, wir machen 5. Wir machen 5 Spiele, A2, eine normale Partie, genau. Dass wir 2 Spiele gewinnen und dann machen wir da Best of Five. Würde ich sagen, oder? Kapiere ich. Okay. Das geht doch relativ, ja, je nachdem. Also greife deinen Controller. Ich greife den Controller. Zack. Also du sagtest ja, du bist gar nicht so ein Riesenfan von diesem Controller. Ich finde ihn allerdings handlich. Weißt du, der Controller ist sehr informiert davon natürlich. Ach, guck mal hier. Achso, ja, natürlich. Du weißt ja die Halterung für das Kabel oben. Weil das kannte ich nicht. Ich finde es schrecklich, dass das Kabel nach unten geht. Du hast es gerade komplett intuitiv sofort gemacht. Ja, natürlich, weil ansonsten ist es nicht spürbar, finde ich. Okay. Wenn es da oben dran ist. Die haben so ein Pinöppel, das Kabel geht hier normalerweise nach unten ab. Und es gibt so eine kleine Ausbuchtung, die man hier so benutzen kann, damit das Kabel nach oben rausguckt für die Leute. Echt, das stört dich? Mich stört, wenn das Kabel hier so, weißt du, wenn es ist und dann hast du es hier direkt vor dir. Okay. Nee. Und dann berührt es unten meine Hände. Ich will es lieber hier haben. Na gut. Egal. Zum Controller hier. Microsoft hat sich ja den Xbox-Controller von abgeschaut und sehr viel mit der Knopfbelegung und alles. Es ist eben so, dass sehr so, gerade auch das Steuerkreuz ist nicht so geil, wenn man das benutzt. Das war nämlich auch das, was ich gesagt habe beim Spielen. Das Steuerkreuz ist Trash. Alles andere finde ich okay, um ehrlich zu sein. Also, ja, ist halt schon ein klobiges Teil, aber ich finde es eigentlich ganz nett. Ja. Dann machen wir so Exhibition. Genau. Also hier fühlt es sich viel besser an als bei Crazy Taxi. Vielleicht war es auch echt so ein Crazy Taxi. Das kann auch das Spiel sein. Sehr. Okay, dann gehen wir auf Singles. Dann drücke ich auch mal auf Start. Ich fange gerne hinten an. 2 Games ist richtig. Ja, Use und Stand. Level gibt es ja nicht. Wunderbar. Ja. Das heißt, hiervon machen wir jetzt ein Best of 5. Genau. So, haben die unterschiedliche Strongest? Also in der Theorie, die haben Stärken, aber ich glaube, die haben nicht per se, dass du sagst, okay, der hat hier 4 von 10 und dann da 8 von 10. Aber Stärke Vorhand, Big Serve, Big Server hier, zack. Mark Phil Pussis. Kennst du ihn? Der ist aus Australien, steht ja auch schon da. War ein solider Spieler damals. Also der macht Du hast natürlich da so jemand wie Jim Courier, den ich habe, der war lange Zeit Weltranglisten-Erster zum Beispiel. Ich versuch's mal mit den Angaben hier, der Big Server, der vielleicht gute Aufschläge macht. Gut, dann würde ich sagen. Er sucht dir den Platz aus. Also ich glaube, wir sollten Rasen. Einfach. Warte mal, wir haben ja Best of 5. Wir nehmen also lass die alle nacheinander machen. Ja, wenn sie denn kommen. Ja. Gut, wir starten mit einem Australia Challenge. Ja. Hartplatz ist ein bisschen schneller. Glaube ich, ja. Ja, also Clay, Asche ist das langsamste. Okay, kennst du die... Ja, es sind glaube ich, 2 Knöpfe für Slice und... Okay, wir testen uns rein, mal, oder? Auf jeden Fall ein Button ist Lob. Okay. Zack. Okay, ja. Okay, Return Winner, schon mal ganz gut. Ah, hier spürt man schon Delay, also ist es da, aber... Wir haben es ja beide. Das ist bei so einem Tennisspiel vielleicht auch. Okay, gibt es irgendeinen. Jetzt habe ich. Oh ja, das ist ein langer Ball oder ein hoher Ball. Okay, also X ist, glaube ich, so eine Art Lupfer. Okay. Oh, Foul sogar. Uff. Okay. Ich bin unten. Ach komm mal, wie kann das passieren? Breakpunkt. Das ja, gut, das war schon mal. Das ist schon mal Kappes, aber. Ja, da hast du den Lob gespielt. Okay, da hast du gesehen, dass ich ans Netz gegangen bin. Also du merkst beim Aufschlag, merkst du schon sehr den Delay. Aber was? Glück gehabt. Der kann Glück doch nicht aus sein. Der war aus. Und zwar deutlich. Och Mann, ey. Oh, Linie. Oh, gegen die Laufrichtung, das war's. Jawohl. Okay. Breakpunkt. Okay, jetzt müssen wir meinen Aufschlag noch durchbringen.
Jetzt bin ich unten. Ah, schlau. Immer in die gleiche Richtung, Schweine, Schwein. Oh. So. Eieieiei, okay. Du musst dir überlegen, wo du hinläufst. Ja, ne? Ja. Okay, zwei Punkte noch. Ja. Okay, das sieht schlecht aus. Drei Matchbälle. Ja, schlau. Gegen die Laufrichtung. Gegen die Laufrichtung. Okay, das sieht erstmal schlecht aus. 1-0 für mich. Aber vielleicht war. Ja, 1-0. Best of 5. Das heißt, wir brauchen 3. Ja, okay, okay, okay. Ja, es okay, lag am Charakter. Ja, da können wir ja nochmal wechseln. Ja, ja, der war nichts. Exhibition, Singles. Drück nochmal auf Start, weil ich jetzt gemacht Stimmt. habe. Ja. Dann, ich würde sagen, ich spiele mal unten. Als ja, Erster. Warum nicht? Wir tauschen dann durch. Tauschen wir. Zwei Games. Ups, komm, Level ist ja egal, aber lassen wir alles auf gleich. Okay. Und wen wollen wir machen? Ah, ich nehme mal Yevgeny. Der war nicht schlecht damals. Allrounder. Eine starke Rückhand hat er. Cedric Pioline. Dann gehen wir auf Asche. Wir gehen auf die Asche. Genau, das sollte der langsamste Belag sein. Na, Clay, also, ist das tatsächlich Asche? Es ja? ist, sollte Asche sein, ja. Ach ja, ich bin, warte mal, ja, du bist unten jetzt. Kafelnikow, ja. Genau, jetzt, ja, du hast jetzt auch das Delay antizipiert, das ist gut. Immer, okay, okay, ich hab dich durchschaut, ich hab dich durchschaut. Hast du mich durchschaut? Jetzt, ja. Das war auch kein Fast Runner. 30-0. Eieieiei, das sieht gar nicht gut aus. Aber er läuft halt auch so spät. Sobald du auf den Knopf drückst, läufst du natürlich. Ja, ja, ja. Setzt schon zum Schlag an. Ja, das ist schlecht. Ich bin super schlecht. Unglaublich. Okay. Position Change. Oh, das ist sehr weit nach außen gespielt. Warum passiert denn das eigentlich? Weil ich lange vorher nach links gehalten habe. Das kann sehr gut sein. Kann ich auch einen kurzen spielen? Ich glaube, wenn du den Controller nach oben hältst beim beim Spielen. Nach also oben? Nach hinten. Ach so, ja, ja. Und dann entsprechend. Es könnte auch die Länge sein, ich weiß es nicht mehr genau. Boah, nee, also wirklich keine Chance, unglaublich. Da sieht man, Erfahrung macht hier auf jeden Fall einen Unterschied. Nee, das ist. Oh, der geht zum Glück rüber. Was? Ja. Ich hab doch gedrückt. Klassiker. Oh, der war aber weit draußen. Okay, aber ich hab nur nach rechts gehalten, unglaublich. Return-Winner. Und Matchpoint. Nee, gewonnen. Keine Schnitte. 2-0. Noch nicht, oder? Ja, da, Best of 5 haben wir gesagt. Ja, genau, genau. Aber ich sehe kein Land. Ich habe jetzt Matchpoint. Ich sehe hier wirklich kein Land. Die Wettbewerbe musst du mir ganz nach vorne packen, wo es wenig Punkte für gibt. Warte mal. Oh. Ach, ich hab, ja, eben. Hast du Rematch gerade gemacht? Oh, oh. Das Match war doch schon vorbei, oder nicht? Oder habe ich was. Habe ich nicht gerade schon zwei Spiele war gewonnen? Ich denn? Ja, ja, hast du. Ich habe doch. Dann gehen wir hier hin. Ja. Wir machen es einfach so. Okay, ja, ja. Weil ich meine, ich hatte es mag sein, dass ich aus Versehen starte. Lass mich mal hinten jetzt wieder hingehen. No? Ja. Dann wähle ich auf OK. Ja, aber hier sehe ich kein Land. Dann nehmen wir mal Carlos Moya. Komm. So, das heißt, ich bin jetzt wieder oben. Genau, und dann nehmen wir den Hard. America. Hard. Surface Hard. Extra Hard. Müsste US oder US Open sein wahrscheinlich. Ah, Longline, nicht schlecht gemacht. Also. Mhm. Einmal in die falsche Richtung laufen. Ja, ja, ja. Ne? So. Ja. Du bist schon zu weit gelaufen. Ja, total. Du warst schon zu weit gelaufen.
Jawohl, danke dir. Du bist doch so schnell nach vorne gelaufen, nice. Immer, jetzt gerade nicht. Das hängt immer davon ab, wie du spielst. Surfen, Volley kannst du ja nicht die ganze Zeit nur machen. Keine Schnitte. Uff, okay. Eieieiei. Da habe ich mich verzettelt. An der Seite vorbei. Okay, das war auch ein bisschen Glück von mir. Ja. Außen. Okay, 2 Punkte noch, dann habe ich gewonnen. Aber komplett? Ja. Das sind dann Championship Points. Das sieht so aus, als seist du so weit vorne. Ich kann es gar nicht einschätzen. Okay, das ist jetzt der Championship Point. Das heißt, ich gewinne das komplette Turnier jetzt. Hoppala. 2 Championship Points. Was? Keine Chance. Also hier wurde ich einfach komplett weggelöscht. Hier wurdest du gerade rasiert. Ja, hier wurde ich wirklich rasiert. Hier wurdest du gerade rasiert. Also ich habe wirklich keine Chance. Also können wir jetzt den Wettbewerb beenden, wo ich gerade vorne bin? Na, es wird auch schon noch, ich hoffe, es gibt auch noch Spiele, die mir mehr liegen. Also man merkt, du hast einfach viel mehr Knowledge, was Tennis angeht einfach. Ich bin kompletter Tennis-Noob. Es ist, glaube ich, so ein bisschen, für Spiele musst du nicht so viel vom Tennis her wissen, aber du musst natürlich so ein bisschen das Gefühl haben, spielst du gegen die Laufrichtung oder gehst du bewusst mit der Laufrichtung, aber machst den Ball. Ich habe auch nicht mehr drauf, wie gut ich den Ball kürzer mache, dass ich auch mal mit mehr Stopp spiele. Ich habe ja so gut wie gar keinen Lob jetzt eingesetzt zum Beispiel. Na, was natürlich aber ich auch bin ja auch selten nach vorne gegangen. Enorm geil. Wollen wir einfach nur so einen einfachen Match nochmal machen, damit wir mal auch auf Gras spielen? Ja, von mir aus. Außer Wettbewerb, wir waren hier gerade dabei. Lass uns das machen. Ich finde, es macht ja auch total Bock. Aber ja, ich sehe halt wirklich gar kein Land. So, ich drücke mal auf Start. So, abwechselnd. Ja, gehen wir auf. Okay, dann können wir auch auf Gras spielen. Das ist eh der beste Belag, weil er so das Beste von allem ist. Dann nehme ich mal hier den guten Tommy. Wo ist er? Tommy Haas. Okay, das ist jetzt Deutsche. Nur um die Ehre. Aber hier können wir auch ein bisschen mal probieren und ein paar Sachen machen. Nehmen wir ruhig London, genau. Also. Kannst auch mit einer anderen Taste spielen, glaube ich, dann auch hier. Das war der Lob. Okay. Oh ja, da war ich zu optimistisch mit dem Lob, da konntest du dann den Smash machen. Das war ein guter Aufschlag. Ja, da gehst du natürlich nach hinten. Ja. Ja. Aber es ist schon geil. Ich glaube, das ist, also, ach, jetzt spielt man das halt nur so kurz, aber... Ich bin gestolpert. Wird natürlich auch, ist ja jetzt schon mal, ist natürlich kein Spoiler, sondern nur eine kleine, Vorausschau, aber Virtual Tennis ist auch in meinem nächsten Buch drin. In der Bucketlist der Videospiele. Einfach, das ist das Tennisspiel, was man gespielt haben muss. Ja. Und Jimmy Connor. Jimmy Connors ist dann ist ein persönlicher Favorit, aber Virtual Tennis ist so, ich finde, das ist Grundvoraussetzung, das sollte man mal gespielt haben. Ah, wie hast du denn jetzt, das war so ein Stopper, ne? Ich habe ein bisschen nach hinten, genau. Ich mache hier wieder nach hinten. Siehst du jetzt der Ball sehr kurz? Ja. Okay, gut. Hoppala. Da war ich schon. Auch wieder ein kurzer. Jetzt sind wir auf Einstand. Komm. Verdammt. Vorteil. Siehst du jetzt, wo du ein bisschen mehr im Tritt bist? Glück gehabt, dass die Partie da vorbei war, wo sie vorbei gewesen ist. Na, vielleicht könnte ich erwähnen, sie noch den Ehrensieg, der nichts. Aber nicht mal. Wo du gestanden hast hier. Vorteil. Ach, was. Aber geil, es ist ein geiles Game. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Es ist auch wieder. Ich mag, dass es so easy to learn, hard to master. Also jeder kann das Spiel sofort. Oh, danke. Aber du hast Glück gehabt, ne? Wolltest du sagen, danke dir, wenn du den gespielt hättest. Ja, dann wäre es nicht. Hätte ich dich. Belohnt dafür. Easy to learn, hard to master. Ich mag es. Es ist halt so schöne Kelch. Es gibt 2 Knöpfe. Jeder weiß sofort, wie es funktioniert. Oh, verdammt. Ey, 5-mal Einstand, ey. Sehr gut.
Ich hab dich laufen lassen die ganze Zeit schon. Oh, sogar da, wo du standst. Ja. Sehr gut. Oh, du hast das Spiel geholt. Ja, ne? Okay. Ja, das ist doch für die Ehre hervorragend. Für die Ehre. So. Ja. Also man kommt auf jeden Fall rein. Oh, stark. Das war dumm. Dachte. Macht echt Bock. Oh, sehr gut, sehr gut. Haha, ich hab dich gekriegt mit dem Lob. So, wie sieht's aus mit Virtual Tennis Speedruns? Hoppala. Naja, du müsst, eigentlich müsstest du, nur Asse schlagen und nur Return Winner. Also, in der Theorie. Ja. Das wird, glaube ich, Menuing wird dann sehr schwierig werden, ne? Dass du auch die Cutscenes rechtzeitig abbrichst. Mist. So, Spiel 2 habe ich geholt. Und das wäre das Entscheidungsspiel jetzt. Ach, da kommst du noch dran, das ist so eine Frechheit. Und da, ach Mann, immer wieder gegen die Laufrichtung. Ah, ich habe zu früh gedrückt. Es ist so ein gutes, so ein simples, gutes Spiel. Ich bin wirklich Fan. Mann, bitte nicht. Uiuiui, okay, das war mehr Glück als alles andere. Ja, Mann. Danke. Muss mal. Mach mal einen guten Glück. Den kriegst du nicht mehr. Nee, durch die Beine. Den kriegst du nicht mehr. Der war nicht aus. Ach, come on, spring doch weiter. Longline und Cross. Ich hätte ihn, in echt hätte ich ihn geholt. Hast du schon in echt Tennis mal gespielt? Ja, aber es war nur mal mit Freunden mal ausprobiert. Ich habe mehr Badminton früher gespielt. Badminton habe ich auch sehr viel gespielt. Das war nicht gut für die Beinmuskeln. Also eigentlich gut, aber die haben so wie getan danach. Ich habe einmal Tennis gespielt und habe ich gemerkt, okay, es ist besser zuzuschauen, als selber zu spielen, wenn man es nicht gut hat. Ey, ist ein fantastisches Game. Ist wirklich ein schönes Spiel, muss ich echt sagen. Also es gab das ein oder andere Spiel, das wir hier schon gespielt haben, wo du gedacht hast, ja gut, ist jetzt auch aus. Gut, dass es aus ist, sage ich mal in vorherigen Shows. Aber das hätte ich jetzt auch echt noch ordentlich Matches machen können. Und ich glaube, man wird auch schnell besser und es hat richtig Spaß gemacht. Das und ich habe hier jetzt auch bei Weitem, es ist jetzt wieder seit langer Zeit mal wieder mit dem Dreamcast, mit dieser Version, Gefühl dafür entwickeln, wann machst du welchen Schlag, wann machst du Longline. Du hast ja auch jetzt nicht einen extra Button für Rückhand und Vorhand, aber das kannst du durch Positionierung dann auch machen, was auch nochmal einen Unterschied macht. Deshalb sind auch die Stärken und Schwächen der Charaktere da drin. Wenn du mit Jim Courier jetzt, wie ich am Anfang gespielt hättest, wenn du da auf Max dann gegangen wärst mit dem Aufschlag, das wäre echt schwer gewesen, dir wieder zurückzuballern zum Beispiel. Ja, stark. Okay, also es war wirklich mega geil. Lasst uns doch mal aufs Scoreboard gucken, auch wenn das jetzt sich nicht großartig verändert hat. Also nicht für mich, für dich schon. Du kriegst ein weiteres Fläschchen und hast dann, bin ich 3-0. Ja. Also für mich, ich habe schon alles erreicht, was ich erreicht habe. Ich glaube, ich lag noch nie 3-0 hinten. Noch nie? Nee, bei so einem Wettbewerb. Also bei, um Gottes Willen, also bei der Retro Night. Noch nie in meinem Leben. Also bei der Retro Night? Ja. Ich hätte fast gesagt, du hast doch nur gegen Simon und Nils gespielt. Ich habe auch noch gegen andere Leute gespielt, die sehr gut waren. Ja, schade. Aber gut, schönes Spiel, schöne kleine Zeitreise. Ja. Wie gesagt, ich habe es damals in der Jugend gar nicht so sehr gespielt. Mhm. Aber ich muss sagen, ist schön gealtert. Das ist halt, Dreamcast ist eine geile Konsole, die kannst du jetzt anschließen. Am besten vielleicht sogar an deiner Röhre zu Hause. Und dann hast du damit Spaß. Und es fühlt sich nicht an, als sei das so ein unspielbares, uraltes Ding. Ja, ne? Also Dreamcast war das war die erste Konsole, die wirklich 1:1 original Arcade-Spiele und vor allem gut aussehende Arcade-Spiele aus der damaligen Zeit dich zu Hause spielen zu lassen, mit vielleicht sogar verbessert in manchen Fällen. Ja. Weil ich glaube, dieses Vierspieler-Ding müsste sogar am Automaten von Virtual Tennis nicht direkt gegangen sein, wenn ich mich recht entsinne. Und vor allem von der Bildausgabe. Sega hatte immer ein gutes RGB-Signal. Ja. Und nach Möglichkeit auch VGA-Out, also dass du richtig dann wirklich knackscharfes Bild dann hast. Danach konnte ich nicht wieder zurück, muss ich sagen. Also verstehe ich grafisch schon. Nicht so gut aussehende Spiele. Ja, direkt am MX-7000. Gute Wahl, Bullrich. Da geht der Gerd sehr gut dran. Am 83 Zoll OLED eher schwierig, die Original Dreamcast. Wird nicht so richtig schön aussehen. Ich hoffe mal, es gibt so eine Handvoll Sachen, die du, es gab eine Dreamcast Collection für die 360, wenn du dich erinnerst. Da gab es so eine Handvoll Games, die mal portiert wurden oder sowas wie
Knights, obwohl, oh nee, stimmt, Knights ist ja Sega Saturn, aber es gibt so eine Handvoll Sachen, die auch für Steam rausgekommen sind. Mhm. Leider viel zu wenig an so exklusiven Sachen. Virtual Tennis gibt Sequels, die du auf anderen Konsolen und Computer spielen kannst. Ja, cool. Noch ein kleiner Hinweis, ich habe gesehen, dass es auch einige Resubs gibt auf Twitch. Wir haben die Alerts hier natürlich ausgestellt. Heißt nicht, dass ich euch dafür nicht dankbar bin oder dass wir euch das für den Support nicht dankbar sind, sondern wir haben uns entschieden, natürlich hier für die Show die Alerts auszulassen. Aber vielen Dank für jeden, der da bleibt und seinen Support da lässt. Ist ja wirklich klar. Ich bin eh auf YouTube, wenn ihr jemandem subben wollt, macht das bei Densen. Dankeschön. Wunderbar. Genau, das war's für Virtual Tennis. Ich habe echt ein bisschen Muffensausen, dass du mich hier komplett wegklopfst. Naja, jeder Wettbewerb, der dazukommt jetzt, ist ja immer noch mal ein Punkt mehr. Ja. Das heißt also, du könntest mit dem nächsten Wettbewerb gleich Gleichstand machen. Ne? Ja. Und dann wäre mein Vorteil wieder dahin. Ja, auch ich habe schon andersrum die Erfahrung gemacht, dass ich sehr viele Spiele gewonnen habe, aber trotzdem am Ende verloren habe, weil ich die falschen gewonnen habe. Ah. Das ist halt die Krux an diesem System natürlich auch, aber es soll natürlich nach hinten raus auch schon noch spannend sein und im Endeffekt geht es ja hier um den Spaß. Ja. Sehr cool. Was mir an der Dreamcast noch sehr gut gefällt, muss ich sagen, als ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe, was will ich vielleicht mal im Stream spielen? Ich bin sowieso ein absoluter Shoot'em-up-Fan. Gutes Genre. Bullet Hell. Und das ist natürlich auch prädestiniert, für die Dreamcast. Ja, also Dreamcast, so Arcade-Portierungen, viele Shoot'em-ups aus der damaligen Zeit. Gerade so ein bisschen so die 3D-Sachen. Ja. Under Defeat könnte ich zum Beispiel empfehlen. Sagt ihr Sturmwind was? Sturmwind ist, aber Side-Scroller-Sturmwind. Oder war das dann? Nee, Top-Down-Polygon. Ja, genau. Genau. Ja, das sind aber die Sachen, die im Nachhinein entstanden sind. Genau, die sind deutlich später entstanden. Habe ich aber auch im Stream angespielt und ich war echt baff, was aus der Dreamcast da rausgeholt wird. Ne? Also da kommt wirklich, da wird alles aus der Dreamcast rausgeholt. Sieht also optisch richtig schön aus. Der beste Shooter drauf ist, aber den gibt es auch eben für andere Plattformen mittlerweile, Ikaruga. Ja, geil. Das ist ein absoluter All-Time-Classic. Ja, übrigens auch ein Teil des nächsten Retro-Club-Buchs. Oh, okay, ja. Kann man sich mal durchlesen. Auch ein Bucket-List-Game, was man gespielt haben sollte. Ja, 100%. Aber das ist natürlich eins von vielen. Wenn du Fighting-Games und Shoot'em-up magst, dann ist Dreamcast echt eine Top-Konsole. Mittlerweile zum Sammeln ein bisschen teurer geworden. Ich habe da speziell die japanischen Import-Versionen, die du spielen kannst. Es geht aber einigermaßen gut. Ich habe eine Bootdisk dann einfach nur gehabt. Du musstest den Dreamcast nicht umbauen. DCX hieß sie zum Beispiel. Da konnte ich immer jeweils vorher booten. Und ich habe bei mir hauptsächlich zu Hause auch nur solche Sachen wie Shenmue jetzt erstmal noch in der Sammlung behalten. Die habe ich als PAL, als auch meine US-RPGs natürlich. Ja, klar. Zum Grandia 2 würde ich dafür einfach nicht mehr wegnehmen. Also was die Sammlung angeht, habe ich, glaube ich, nur 10 Dreamcast-Spiele oder so. Da war nie so meine Spezialisierung. Ich weiß aber, dass man die zumindest das PAL Full Set relativ einfach in Anführungszeichen bekommt. Also da sind jetzt keine unfassbaren Schätze drin. Und es sind auch nicht viele. Die Dreamcast-Bibliothek ist überschaubar. Genau. So zwischen 300 bis 500 würde ich sagen. Und bei den PAL-Spielen ist auch viel Schund, allgemein sowieso auch viel Schund nochmal dabei, viel so irgendwelche Lizenzspielchen. Und auch wenn sie eigenständig sind, ich bin kein Fan von den PAL-Verpackungen, weil die so leicht kaputt gehen auch. Ja, gut, das ist so. Ja, aber wie gesagt, da hatte ich nie so richtig den Drive, mit Dreamcast anzufangen. Wenn du alles anfängst zu sammeln, dann wird es halt auch irgendwie viel. Ja, du musst es genremäßig machen. Ja, ihr habt hauptsächlich RPGs. Da hast du ja auch ordentlich Auswahl. Da habe ich mehr als Das glaube ich. Naja, als ich meine große Sammlung irgendwann in den letzten 20 Jahren immer wieder weiter runtergedampft habe, weil dann hatte ich das Regal auf einmal voll mit 400 Super Nintendo-Spielen. Ja. Ich habe mittlerweile statt 1000, 1500 Spiele wahrscheinlich eher so in Richtung 300 bis 400, wobei immer wieder mal was dazukommt, aber dafür hauptsächlich RPGs zum Beispiel. Hast du die denn zu Hause auch schön ausgestellt oder hast du eher gelagert? Ich habe, gelagert nicht. Also ich habe eine Handvoll Sachen, die jetzt nur oben. Modul ohne Verpackung und so weiter. Oder was ich auch gemacht habe vor langer Zeit, ich habe mir eine CD-Tasche geholt, wo 400 CDs reingehen. Ja. Und ich habe dann angefangen, ganz günstig, ein Xbox 360-Spiel für 1 Euro oder so. Killzone 2 für die PS3 für 1,95 Euro. Ich habe die genommen und in der CD-Tasche gelagert und die Kartons in den Keller gepackt. Ja. Aber ansonsten habe ich 2 große Regale, wo meine Hauptspiele alle so da drin aufgereiht sind. Nicht jetzt schon videothekenmäßig ausgestellt wie bei dir hier, aber hauptsächlich, dass ich meine Sachen dann direkt im Regal im Blick habe. Ja, verstehe. Ja, toll. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Gut,
Das war das zweite Spiel. Ich muss ja dringend an Punkte kommen. Ja, das muss man dringend. Ja. Ich muss wirklich dringend an Punkte kommen. Und ich prognostiziere, mit dem nächsten Spiel sehe ich meine Chancen nicht unbedingt gut, an Punkte zu kommen. Ich sehe meine Chancen aber auch nicht. Das ist schon mal eine hervorragende Voraussetzung. Bist du bereit fürs nächste Spiel? Lass das machen. Ich wäre bereit. Und wenn die Regie auch bereit ist, dann würde ich sagen, Mats ab für unser drittes Game heute. Sega Bass Fishing. Wer in insgesamt 5 Minuten Spielzeit am weitesten kommt, gewinnt das Spiel. Bei einem Gleichstand gibt es ein Stechen. Werdet ihr euch durch alle Level angeln können? Wir werden es sehen. Genau. Ah, Sega Bass Fishing. Also, sag mal Bass oder Bass? Also ich würde sagen Bass, oder? Es liest sich Bass, aber ich habe auch schon das als Bass gesprochen gehört. Aber ich würde auch sagen, Bass hört sich natürlich an. Ich weiß es aber auch nicht. Der Chat, die Leute im Chat können uns mal, die Anglisten da draußen. Ja, wir müssen jetzt mal wirklich ganz ehrlich, also das, ich sag's wie es ist. In meinem Chat haben sie gesagt, boah, Sega Bass Fishing, geilstes Angelspiel aller Zeiten. Daraufhin habe ich mir diesen Bums hier gekauft. Warum lässt du dir solche Sachen vom Weil Chat ich neugierig einreden? War, ich war neugierig. Du kannst Soul Calibur damit spielen, immerhin, das ist ja ganz gut. Ich habe diese Angel, Chat. Und Zuschauer, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe es kurz mal ausprobiert, ob die denn funktioniert. Mhm. Und dann bin ich stand ich auch schon in meinem Boot an einem Lake und ich habe kurz versucht, etwas zu angeln. Das hat nicht so gut funktioniert. Ist das was wahrscheinlich Spaß macht, wenn du es richtig lernst mal mit der Angel? No? Weil es ja auch so authentisch ist. Ja, das ist sehr authentisch, ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die in Port 1 muss oder Port 2, ob das egal ist. Eigentlich hat sie ja eigentlich alle wichtigen, die wird wahrscheinlich in Port 1 kommen. Ja, lass mal gleich gucken. Das heißt, das wird jetzt so ein bisschen Freestyle. Vielleicht geht es auch darum, wer überhaupt mal einen Fisch fängt, gewinnt. Das müssen wir vielleicht gleich kurz mal herausfinden. Ist ja als Arcade-Game im neuen Like a Dragon mit dabei, ne? Ist das so? Ja, da kannst du eine Arcade-Maschine mit Sega Bass Fishing dann finden. Ach so. Natürlich aber nicht mit der Angel. So. Ja gut, verstehe. Wir können auch schon mal ins Spiel rübergehen. Dann seht ihr nämlich wunderbarste Grafik. Wow, schau es dir an. Es ist einfach echt. Also, als ob das eine echte Forelle wäre da. Genau, ich habe mir die Angel geholt. Wie auch immer. Ich glaube, ich bereue es. Aber für die Sammlung natürlich schön. Aber das Ding eigentlich auch. Ich glaube, ich habe 60 Euro bezahlt. Weiß nicht, ob es das jetzt wert ist. Aber für die Sammlung natürlich irgendwie ganz nett. Wenn es nicht funktioniert, dann bist du abgezogen. Also funktionieren tut sie technisch. Aber ich glaube, ich habe nicht die Schaltung, wie es geht. Ich werde jetzt einfach mal Port 1 benutzen. Mal sehen, was passiert. Mach das mal. Und lass uns in die Settings mal gehen. Ich würde auch sagen, lass uns erstmal angucken. Oh, guck mal. Ja, super, also. Okay. Move the lure and reel, repeat and stop. Ich verstehe das trotzdem nicht. How to use? Nö. Das sind die unterschiedlichen Köder, ja? Okay, Twitch Rod to make lure look. Okay, zum Bewegen, damit wir Fische anlocken. Ach, das hat einen Bewegungssensor? Das war mir dann klar. Ach so, ich dachte, es ist tatsächlich nur das hier. Ja, ist wahrscheinlich ein Bewegungssensor mit eingebaut, ne? Ja, gut, okay. Sollen wir einfach mal rein und wir testen mal, ohne dass es jetzt losgeht. Lass es mal testen. Jeder von uns sollte es mal ein bisschen ausprobieren. Genau, würde ich auch sagen, damit wir zumindest wissen, wie es funktioniert. Wir könnten natürlich auch Wollen wir jeder einmal Practice-Mode dann machen? Ja, was auch immer es macht. Ich bin dafür, bei den anderen Spielen ist es ja Wumpe, würde ich sagen. Genau, bei da gehen wir einfach Game rein. Aber nett, hier, die Controls haben. Kurz mal checken. Also, auch immer, ne? Männlich, weiblich, ich glaube, das ist... Name Entry jetzt mit der Angel. Jetzt schon, ja. Du musst jeden Buchstaben angeln. Ist es jetzt wurscht, das ist der Test. Wie auch immer. AB. App, deine Apps. Wollen wir in der Lodge an dem Cape oder auf Inlet? Geh mal zur Lodge. An Lodge. Ich lehne mich jetzt hier ein bisschen vor, weil, also ich weiß nicht. Ja, mach mal gutes Wetter. Und mach mal am Nachmittag. Ja, bist du sicher? Oder mach mal Mittag, da ist das Wetter am besten. Da sehen wir einfach mehr im Wasser. Gut. Good luck. Ja. Also, ja. Wir müssen uns, wie gesagt, ich hatte es noch nicht ganz verstanden. Ich habe bislang noch keinen Fisch geangelt in meinem Leben. Aber vielleicht ist es jetzt heute. Ja, ich war mal als Kind beim Angeln dabei in Griechenland. Aber ich selbst bin auch kein Fan des Tiere aus dem Wasser. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich angle aber gerne in Spielen, muss ich zugeben, denn mehr bei so RPGs, wenn das so ein Bonus-Game oder so ist. So Minigames, ja. Stardew Valley angeln finde ich auch zum Beispiel geil. Ja, verstehe ich. Breath of Fire 3 habe ich mindestens 6-7 Stunden allein mit dem Angeln verbracht. Oh Gott!
Aber von dem 70-Stunden-Spiel. Ja, ja, gut. Okay, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was nimm mal, ist. Nimm mal den Standard hier. Vibration, okay. So, also, Practice ist auch nur einfach, er sagt dir keine Anleitung, sondern mach mal. Und das ist nämlich schon das Problem, was ich habe. Ich kann nicht näher zu mir. Kannst du mit dem Crank? Ich hab alles hier schon versucht. Kannst du höher heben? Nee, wahrscheinlich, nee, du wählst hier nur die Richtung auf. Ach, je länger ich halte, wahrscheinlich. Wie kräftig du das machst. Gut, aber ich hätte mir gewünscht, dass hier steht A für das, B für das. Ja. Ich habe jetzt nur A gedrückt. Okay, und du musst durch Bewegung simulieren, dass andere Fische angelockt werden. Mach mal hoch, runter, links, rechts. Ja, ich hab's echt super. Aha, da kommt da einer. Da ist einer, okay. Oh, in seine Richtung. Es klappt halt nicht so gut. Kannst du einen Knopf gedrückt halten dabei? Ja, das kann natürlich sein. Oder nur die Kamera? Was macht denn die Schnur? Ach doch. Vielleicht darf man es nicht so wild machen. Ja, ich glaube. Immer nur so ein bisschen. Du musst auch kurbeln, sagt Schmollex im Chat. Ja, aber wann? Schüttel und kurbel dann, sobald du in der Luft bist, so im Wasser bist. Okay. Ja, ja, wenn er auf dem Boden liegt, geht die. Ja, doch. Ja, du simulierst ja eine Bewegung mit dem Fisch. No? Ja, ich will nochmal neu auswerfen. Mach das gleich mal. Eieieiei. Gleichmäßig kurbeln und dabei bewegen. Vielleicht musst du dann vorher kurbeln. Okay. Ich schmeiß mal hier hin. Gib doch einfach das Quicktime-Signal und dann geht das schon. Jetzt kurbel schon. Hier ist auf dem Boden aufkommen lassen. Und jetzt bewegt man nach links und rechts. Doch, es ist schon sehr genau, wenn ich ganz langsam drehe. Und beweg, während du drehst, mal nach links und rechts. Also kippen und so. Also, ich sehe uns hier noch keine fetten Fische an. Na hier. Ja komm, das direkt neben dir, so ein leckeres Ding. Schnapp es. Vielleicht stelle ich mich extrem doof an, ich bin gespannt, ob es bei dir... Du kannst mit dem Controller einfach spielen. Das könnte man natürlich im Zweifel auch machen. Falls es gar nicht geht. Wenn es da überhaupt besser ist. Das wir auch gleich nochmal probieren. Ja. Also das fühlt sich schon gut an, je nachdem wie schnell ich drehe. Also das funktioniert gut. Oh! Das ist doch das absolute Zufalls. Braucht man Geduld bei diesem Spiel? Das hier habe ich nicht fürs Fischen. Nee, den will ich. Das hängt natürlich auch dann viel von welcher Köder geht auf welchen Fisch drauf. Ja, oder welcher Fisch geht auf welchen Köder drauf. Als auch also ich würde einfach Bewegungen mal simulieren. Du musst ein richtiges Muster wahrscheinlich auch noch haben. Ne? Angel ruhig halten und kurbeln. Also, okay. Viel Erfolg! Also, womit wirft man aus? Mit A. Wahrscheinlich, ne? Man kann auch nicht weniger weit werfen, also. Benson würde verhungern, ja. Also, es sieht nicht so. Das sieht bei dir auf jeden Fall ein bisschen besser aus, aber. Wo sind die Fische? Ja, also das Kurbeln klappt tatsächlich ganz gut. Ja, ne, die Geschwindigkeit wird schon gut adaptiert. Ja, warte mal, wir sehen ja hier oben, wo die Fische sind. Wir haben ja hier, ich habe auch falsch geworfen. So, irgendwo sieht man die doch hier bestimmt, dass die da. Da sehe ich so ein bisschen so kleine Punkte im Wasser. So, ich werfe mal hier. Dich. Ach, der hat doch Hunger. So. Der ist gierig. Vielleicht haben wir auch einen falschen Köder, Gregor. Das kann auch sein, ja, für die hier. Vielleicht haben wir keinen Köder, der für den Lake geeignet ist. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Komm, mein Freund, komm. Ah, vielleicht doch. Du, ja? Oh, ich kann sogar in beide Richtungen. Macht keinen Unterschied. Nach vorne oder. Na, komm, sieht komm, auf jeden komm. Fall geschmeidiger aus bei dir. Vielleicht muss man echt geduldig sein. Ja, lass mal gucken, ob wir der. Start was ist, der ist zumindest. Oh. Ach, ah, ja, guck mal. Mit Y können wir den Köder wechseln. Vielleicht haben wir echt einen schlechten Köder. Nehmen wir mal einen Minnow. So. Ein Minnow. Sagt dir das was? Ich hab's schon mal gehört. Okay. Mit A auswerfen. Ja, danke für diesen klasse Tipp, Chat. Das war wirklich also die beste. Ah, das dreht. Aha. So, und der schwimmt nach oben zum Beispiel. Mhm. Der Minnow. Stimmt. Der ist. Aha. Der war kurz interessiert. Jetzt ist der Köder schuld. Ja, natürlich.
Hättet ihr sonst Tipps für uns, Chat, wie es gut funktioniert mit der Angel? Ich muss wirklich nach oben. Aber ist das hilfreich? Auswerfen mit dem Motion Sensor. Nicht mit dem Chat, ist das ein Tipp oder nicht? Oh, könnte es sein, warte mal, können wir wieder zurück mit dem. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder reinholen jetzt hier. Können wir das vielleicht tatsächlich so machen? Mit A starten wir. So, und wir bewegen dahin. Und jetzt mache ich mal. Aber das ist das gleiche wie A, ne? Ja. So. Ja, also ich sehe hier keine Fische zum Abendessen. Ich glaube, wir werden verhungern. Da schauen wir uns nochmal tatsächlich die Übersicht mit dieser Steuerungserklärung da an. Ja. Also das muss man ja alternativ auch in der Arcade gespielt haben. Das darf ja nicht so kompliziert sein. Nein, eigentlich nicht. Es muss total intuitiv gehen. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass wir den falschen Köder für... Aber das muss man natürlich dann auch wissen. Das wusstest du ja in der Arcade auch nicht. Ja. Aber ich lieb's. Also, das ist wirklich, ja. Ja, wir gehen mal aus dem Menü raus, ne? Und gucken mal, was uns das, und wir versuchen das zu verstehen, zu verinnerlichen. Ihr könnt in der Zeit übrigens auch mit Ausrufezeichen kleiner Feigling in allen Chats, in beiden Chats am Gewinnspiel teilnehmen. Dafür müsst ihr allerdings 18 Jahre natürlich alt sein. Und es wird am Ende eine Auslosung geben. Aus beiden Chats gibt es jeweils einen Gewinner für ein kleines Paket. Ja, wie viel Fisch hattest du? Null? Ja. Wir hatten beide so, also ich warte jetzt mal. Jetzt kommt gleich die Erklärung. Ruf schon mal einen Pizzaservice an, Schatz. Fisch gab es heute keinen. Nachher bestellen wir Fischstäbchen. Ja, besser ist. Ja, da stand... Ich kann mir auch nicht vorstellen, du sagst es ja, es ist ein Arcade-Spiel. Das muss doch super easy gehen. Da steht normalerweise, stehen die, glaube ich, dann auch aufgedruckt auf dem Automaten. Ja. Das macht das. Also das sieht... Also guck mal, wie der das macht, ne? Das Ding schüttelt und dann kommt von hinten der Fisch. Und dann machst du ein bisschen so nach unten. Und zappelt er ein bisschen rum. Ja, und dann beißt er fest. Okay, der hat den grünen mitten im Rachen. Guck mal, er ist in der Demo am Lake, da wo wir waren, hat den grünen Köder. Vielleicht machen wir das nach. So, jetzt gucken wir mal, was du sagst. Aber ich glaube, es kommt nichts. Kam es automatisch? Es kommt jetzt automatisch, 100 Pro. Also jetzt. Move rod and reel in to shake the lure head. Aber das ist jetzt der Pencil Bait, also das gibt für den Köder nur. Ja, erklärte mit dem, wenn wir den benutzen würden, weil der dann nach oben schwimmt und so weiter. Und der ist jetzt anders. Ah, okay, da zeigt der einzelne Bait, wie wir sie dann benutzen müssen, damit die richtige Fische aussehen. Wahrscheinlich ja. Adjust reeling speed to match depth. Genau, ja. Schneller oder langsamer. Okay, der gibt uns da einfach nur Tipps, wie wir mit den einzelnen Lures am besten umgehen würden. Pass auf, wir machen jetzt einfach... Machen wir doch einfach mal, wir spielen einfach. Genau, gucken, jetzt wer einen erwischt, wer ist der Glücklichste. Ja, genau, wer schneller einen erwischt, wir machen also den Arcade-Mode. Der hat wahrscheinlich ein Zeitlimit. Mach das. Gehe ich mal von aus. Würde ich auch sagen, ja. Das ergibt Sinn. Wie bitte? Ja, fünf Minuten. Wir machen, je nachdem, was uns der Arcade-Modus vorgibt. Genau. Wir werden mal sehen. Wir bleiben bei der Lodge. Ja, lass uns mal Standard. Okay. 11 Pfund und 0 Ounzen. Müssen wir 0 Unzen. Ounzen. Ounces. Unzen. Wir haben 2 Minuten. Zwei Minuten, okay. Dann ist es das. Gut. Okay. Ja, guck mal. Aber die Zeit läuft schon. Aber gibt es noch Very Easy? Guck mal. Immer ein Shallow Crank. Aber es ist diesig draußen. Kein gutes Wetter. Das ist okay. Aber diesig ist geil, weil wir die Fische sehen, den Schatten. Ja, das stimmt. So, der bleibt mehr oben. Ja, der bleibt sehr oben. So langsam reel in. Ja, bis einer und Auge. Ab und zu mal Shake. Ja, oder? Ich sehe noch keinen Fisch. Wohl da auf der Le. Whoa! Was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Okay, du musst immer nicht zu viel Tension, loslassen. Ein bisschen loslassen. Ja, ich sehe es. Und in die entgegengesetzte Richtung dann ziehen, wo der Fisch dann. Komm! Also, wenn er nach links zieht, mach mal nach rechts. Du hast ihn! Ah! Angel Gott Stensen! Okay, jetzt, aber jetzt bereue ich es ein bisschen, ja, so. Gegeben zu haben. So. Wir gehen nicht mit null Fischen hier raus. Nein, auf keinen Fall. Oh, hier, guck dir das mal an. Ich nehme den. Ob das macht keinen Unterschied. So. Ein bisschen der Steg. Oh, aus dem Nichts, okay. Okay, du darfst, genau, es darf nicht reißen. Da musst du es halt wieder musst du mal loslassen. Und immer in die entgegengesetzte Richtung. Ja, wenn er nach links oder rechts sieht, mal so ja, und mal ja. so. Also, so machen das andere Fischspiele normalerweise.
Boah, das Ding vibriert, aber das fliegt ja aus den Händen, das ist ja krass. Das ist ein Rumble Pack. Aber ein extrem stark. Du kannst doch locker lassen wahrscheinlich. Ja, obwohl, ja. Den hast du auch. Den habe ich auch. Den habe ich nämlich easy aus dem See geholt. Ey, irgendwie sieht das nach viel Spaß aus. Es ist auch 60 Euro für den Controller? Ich glaube, 60 Euro für den Controller. Ich müsste mir den zulegen. Ich finde es schon ein bisschen happig. Aber ist ja auch was, ist ja wirklich was Besonderes. Wie gesagt, ohne den Controller, man kann tatsächlich die Arcade-Fassung zumindest im neuen Like a Dragon spielen. Also Infinite Wealth. Der hat Bock. Wow. Aber die Vibration ist wirklich heftig. Nein. Ich lass los. Nur langsam drehen. Line is gonna break. Du kannst auch locker machen, right. Line, ne? In die andere Richtung. Dahin, ja. Left. Zucken nach links, ne? Nur in die linke Richtung halten macht keinen Unterschied für das Ding. Ja, also es ist mehr Glück als Verstand, aber irgendwie klappt es. Warum kriegst du jetzt auf einmal so viele Fische? Ich glaube, weil das Practice Mode, weil er hat einen falschen Köder. Bin mir sehr sicher. Das kann sein. Der ist dafür gedacht. Aber du hast auch vorher, als du selber gespielt hast, keine Fische gekriegt. Ich habe auch nur einen Practice Mode gemacht. Auch wirklich? Ja. Okay, der Practice Mode ist das Schlimmste. Okay, du hast. Go to next area, upsie. Ah, aber du hattest eine Restzeit da gerade über. Ich hoffe, ich. Ja, gut. Das war. Wir können nach der Restzeit hier gleich gehen. Ne? Also, wenn ich das mit mehr Restzeit mache. Dann das heißt, wir resetten jetzt und. Genau. Jetzt müssten wir natürlich nur wissen, was die Restzeit war. Ich kann ja zurückspulen. Ich würde sagen 12 Sekunden. Ich spule mal zurück im Stream. Das kann ich ja easy machen. 24 Rest, okay. Verstehe. Das Ziel war also. Also du hattest ja 24 Sekunden Restzeit. Okay, ja, dann machen wir es einfach so. Das heißt also, wenn ich mehr Restzeit habe, also 25 Sekunden habe ich gewonnen, wenn weniger Restzeit ist oder ich verliere, hast du gewonnen. Aber ich sag's dir, pass auf, das Ding vibriert echt extrem. This is okay. Achso, es gibt kein. Das hat mich auch beim Practice Mode so gestört. Kannst du mal resetten oder so? Oder ist das A, B? Warte mal, also ein Start? Lieber nicht. Ja, lass mal. Ja. Okay, dann start das Spiel besser. Oder die 30 Sekunden ablaufen lassen. Und das wir genießen. Wir auch machen. Okay. Ja, ich glaube, jetzt aus an, das ist. Es gibt einen Shortcut für. Aha, er übt schon. Du hast auch geübt hier die ganze Zeit. Ja, alles klar. Gregor ist am. Nein, okay, ich lasse es. Oh, aber die Vibration aber ist krass, schon, ne? Die ist schon ganz gut, ey. Glück gehabt, dass du noch einen Funktionierenden gekriegt hast. Ja, davon gehe ich aus. Aber ja. Analogstick. Turn left, turn right, ne? Meinst du? Ja, der ist doch hier nicht umsonst. Es ist. Ja, es fühlt sich nicht so richtig intuitiv an, aber irgendwie klappt's. Gut. Irgendwie klappt's, okay. Also 24 Sekunden Restzeit. Mal durchlaufen. Am besten nicht, genau. Kein Continue. Ja, es ist witzig. Das Spiel wird natürlich deutlich witziger durch den besonderen Controller. Also das jetzt mit dem normalen Gamepad ist wahrscheinlich... Your best. B wie Barsch. Ja. Das Mega Barsch-Fishing. So, also... Ich möchte mich nicht verewigen. Ja. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr genug Speicherblöcke. Das hatte ich übrigens, habe neulich Code Veronica im Stream gespielt und habe dann leider nicht genug Speicherblöcke gehabt, als ich mich dann doch das... Und ich habe nicht sofort gespeichert natürlich, weil ich natürlich das Inkribben nicht benutzen wollte. Und dann musste ich es neu machen. Das ist das Problem, du kannst auch nicht in ein Menü gehen und irgendetwas weglöschen, wenn das Spiel dir das nicht anbietet, musst du also aus dem Spiel raus, wenn du keine zweite VMU hast. So, während du startest, ich teste etwas, was ich hier nämlich noch nie probiert habe. Der kleine Feigling hat nämlich jetzt auch Dosen. Mhm. Und zwar ist das ein Wodka-Mix. Eiskalt aus dem Kühlschrank, ich teste es. Also wir hatten Lodge und Standard, ne? Genau. Lodge, 11 Pfund, okay. Das ist das Ziel, genau. Ja. Da haben wir. Nehmen wir den gleichen Lure. Enjoy your fishing. Okay. Select the lure. Alles aus der Dose ist nice. Den hattest du, ne? Genau, den hatte ich. Move your reel and stop. Ja. So, ich drücke dir die Daumen natürlich, aber auch nicht so dolle. Also nur ein bisschen. Und natürlich sollst du auch nicht ohne Fisch gehen. Der hat Bock, Gregor. Oh, der Dicke. Oh, der Dicke. Der macht doch sofort die 11. Na komm. Ja komm, ey. Die spüren einfach, dass du... Fisch. Es ist so arcadisch. Hitbonus, du kriegst 2 Sekunden. Hä? Ach, Gregor. Hä? Okay, an average size.
Das ist nicht so gut. Ein Bonus. Aber du kriegst Zeitbonus. Ja. Und einen Hitbonus. Rein in die Futterluke, ja. Der ist fett. Ach. Das gibt's doch nicht. Das machst du. Wieso kriegst du schon wieder Hit? Also der war am Steg. Hä? Ach, Gregor. Ja, komm her, komm her, komm her. Der ist fett, der ist fett. Der ist fett. Ja, 3 Pfund sind aber auch nicht so viel. 11 hattest du, ne? Ja. 11 musst du haben, aber ja. Du kriegst immer diesen Zeitbonus. Ups. Gregor ist der Fischflüsterer. Ja. Dieses kleine Piepmenscher da wohl nicht. Naja, die halbe Zeit ist rum und du hast nicht die Hälfte. Ich glaube, der erste war sehr klein. Das war ein bisschen doof. Ja. Komm jetzt. Aber jetzt ist es schon deutlich cooler als am... Also in Practice Mode habe ich echt gedacht, das ist der größte Schrott aller Zeiten. Aber wieso hast du die so schnell? Gut, du fängst sie halt nah am Boot, ne? Ja. Ich habe da schon viel gezogen, ne? Ja. Genau. Bis sie anbeißen, da war schon ordentlich Strecke. Aber schaffst du. Ich denke, einer reicht nicht. Ach, obwohl, ich hatte ja 24 Rest. Ja. Ja, ist natürlich schlau, jetzt nach vorne zu gehen. Oh nein. Da ist nix. Aber da ist nix, ne? Da kommt einer. Oh. Oh. Okay. Du kriegst halt den Bonus noch. Oh, gegen den Steg, das war vielleicht gut. Ja, es war vielleicht gut. Oh, nee, wo ist er? Oh nein. Es sah gut aus, aber jetzt nicht mehr so gut. Ah, fuck. Ja, irgendwie ein seltsames Spiel. Die Kleinen da. Boah. Na komm. Also. Time is up. Geil, ich hab Punkte. Ich hatte echt Angst, komplett zerstört zu werden. Ah. Time up. Es sah bis zu einer gewissen Zeit gut aus. Ja, ja. Ich hatte auch wirklich Schiss. Es hat gut gestartet. Ich glaube, ich hatte einmal halt so einen dicken. Und das hat vielleicht dazu gesorgt, dass dann nur einer, dass ein Fisch weniger gereicht hat. Und ja, heieiei. Sowas neu aufgelegt mit Controller für die PS5, ich kaufe sofort, schreibt Nähfall. Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool gewesen. Also für einen Controller, ich weiß nicht, ob ich mir so viel extra Controller nochmal reinstellen wollen würde, weil ich so viel Peripherie daheim nochmal habe. Ja. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, ein paar Runden zu spielen, das hat schon Fun gemacht, mit ein bisschen mehr Übung. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es war jetzt mehr Glück als Verstand, muss man auch sagen. Wir haben es ja noch nicht so richtig durchschaut. Aber ich glaube, wenn man das jetzt ein halbes Stündchen spielt und du so ein bisschen dahinter blickst, dann macht es nochmal mehr Bock. Mhm. Warte, ich schließe mich an. Du machst ein Prösterchen, ich schließe mich an. Mach kurz mal ein bisschen. Ein gelbes Prösterchen. Aus unserer Kühcam. Also, Alter. Könnte man die wunderbare Kamera eigentlich sehen. Also, ach ja. Schön. Speziell eine Kühlschrankkamera. Der Kühlschrank, die Kühcam. Mhm. Kühcam. Ja. Ich trinke ein Magic Mango. Mhm. Mango, immer gut. Das brauche ich für die PS2 VR. Boah, in VR fischen wäre wahrscheinlich auch witzig. Ja, ja. Gibt's und da, gut umzusetzen. Gibt es dafür ein Fischspiel? Mit Sicherheit. Also, wenn nicht, würde ich es heute Abend entwickeln und reich werden. Oh, Moment. Weißt du, was es gibt? Es gibt das VR Final Fantasy 15 Fischspiel, Monsters from the Deep oder sowas, wo du dann so riesige Final Fantasy Fische in VR fängst. Ja? Ja. Für PSVR 1 zum Beispiel. Okay. Ja, stark. Das war Best Fishing. Also natürlich auch ein, wie gesagt, es ist so mittelmäßig, aber natürlich auch ein Kultspiel. Und ich habe so wenig Angelspiele in meinem Leben gespielt, da finde ich es auch mit der Angel halt irgendwie ganz witzig. Und es war was Besonderes. Du hast dir die Punkte jetzt geangelt. Das ist okay. Wow, stark. Das ist okay. Das ist doch vielleicht ein gutes Stichwort, um mal auf das Scoreboard zu gucken. Es sah so gut aus bis hierhin. Ja, am Ende wird abgerechnet. Ja, aber ich habe auch schon böse Erfahrungen gemacht bei diesem Format, dass ich am Anfang alles zerrissen habe und am Ende dann vielleicht 2 Spiele verloren habe und dann ist das schlecht. Ja gut, aber es ist für die Spannung des Wettbewerbs jetzt natürlich umso besser, dass wir 1,5 Stunden jetzt drin sind und
Gleichstand haben. So ist es. Mhm. Und ja, war für mich ein Highlight. Muss ich wirklich sagen, es war ein Highlight-Spiel, auch wenn es irgendwie weird war, aber ich glaube, es war witzig. Und der Chat schreibt auch, es war unterhaltsam zum Zusehen. Das glaube ich auch. Mhm. Das ist sehr schön. Wunderbar. Ich kann euch schon mal sagen, macht euch gleich bereit, denn unser nächstes Spiel wird ein Mitmachspiel. Jeder, der zu Hause sitzt und gerade uns zuschaut, hat hoffentlich ein Handy, ein Tablet oder ein PC zu Hause und ihr könnt bei unserem Quiz mitmachen. Das war in den letzten Malen wirklich immer ein absolutes Show-Highlight und hat sehr viel Spaß gemacht. Die Fragen sind sehr knifflig, aber das finde ich auch cooler, als wenn es jetzt heißt, ja, wie heißt Marios Bruder? Das sind dann auch alberne Fragen. Das heißt, es war immer sehr knifflig und es wird alles rund ums Thema Retro von euch abverlangt. Holt also eure Geräte schon mal an euch ran und wir werden noch mal eine kleine Pause machen. Kleine Pipi-Pause und dann sehen wir uns danach wieder mit unserem klassischen Kahoot-Quiz. Ja, ich glaube, ihr müsst ein bisschen schnell sein, wenn ihr mitspielen wollt, denn wir sind immer noch nicht ganz klar, ob es eine Limitierung gibt. Eigentlich sagt die Seite, es gibt eine Limitierung, aber irgendwie gehen ja dann doch immer viele Leute rein. Aber wenn ihr sicher mitspielen wollt, dann seid auf jeden Fall gleich schnell. Wir machen eine kurze Pause und dann sehen wir uns in 3 Minuten wieder und dann wird gequizt. Ja, bis gleich. Bis gleich. We'll be right back.
Tada! Rigi! Da sind wir wieder. Zurück aus der Pause. Telefon in der Hand. Mhm. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Wir kommen zu unserem legendären Mitmachspiel, unserem Quiz. Unserem Quiz, das es echt in sich hat. Also wirklich, wer oben mit dabei ist, kann entweder extrem schnell googeln, aber glaube ich nicht, weiß schon viel. Also wer oben mit dabei ist, ist sehr schnell und weiß einiges zum Thema Retro. Und Google ist mittlerweile nicht so gut, was die Ergebnisse angeht. Nein. Also heißt ja auch nicht, dass da das Richtige bei rumkommt. Ganz genau. Und ich werde auch gleich so ein bisschen was zum Spiel noch erklären. Es ist nicht einfach so, dass man ABCD aussucht, sondern manchmal muss man auch Dinge einschätzen. Also Google hilft dann nicht wirklich. Mhm. Das muss man sagen. Aber wir haben auch für dieses Spiel ein kleines Erklärvideo und das würden wir euch ganz gerne zeigen. Diejenigen, die sich diese Show schon einmal angeschaut haben, wissen, was jetzt kommt. Willkommen zum vierten Game, dem Community Quiz. Wer die Fragen rund um Easter Eggs und Retro Gaming am schnellsten richtig beantworten kann, gewinnt. Und hier noch ein kleiner Hinweis, die Startplätze sind begrenzt. Ihr müsst euch also beeilen. Der Lobby könnt ihr ab sofort über den gleich eingeblendeten QR-Code oder über kahoot.it beitreten. Viel Glück! Easter Eggs als Thema. Mal gucken, ob ich das vielleicht mal für die eine oder andere Quizshow recherchiert habe. Ich hoffe mal. Also beim Quizzen sehe ich mich ganz klar hinten. Das muss man also wirklich mal sagen. Aber es ist gut, weiß natürlich nicht, was du sagst. Als Quizmaster-Erfahrung, ja. Das Zeug ist, ich habe das Wissen potenziell irgendwo im Hinterkopf. Das Problem ist tatsächlich das Abrufen und dann schnell, weil es geht hier ja auch um Geschwindigkeit gleich. Ja, also ich erkläre ein paar Sachen, denn es ist nicht so ganz selbsterklärend, wie man jetzt vielleicht glauben könnte. Ihr habt alle euer Handy und ihr könnt schon mal auf kahoot.it, kahoot.it gehen. Und dort werdet ihr dann aufgefordert, einen PIN-Code einzugeben. Den werdet ihr hier gleich sehen von uns. Und danach müsst ihr einen Nickname eingeben. Mhm. Wenn ihr auch etwas gewinnen möchtet, wenn ihr wirklich ernst mitspielen möchtet, dann müsst ihr den gleichen Namen, den ihr auf Twitch oder auf YouTube habt, verwenden, damit wir natürlich identifizieren können, wer ihr seid. Wenn ihr euch Willy Wonka nennt und heißt auf Twitch anders, dann bringt uns das natürlich nichts. Also genau. Bitte genauso nennen wie auf Twitch oder auf YouTube. Dieses Quiz hat verschiedene Fragesysteme. Also zum einen gibt es das klassische ABCD. Mhm. Du musst wissen, wie die Antwort ist und je schneller du antwortest, desto mehr Punkte bekommst du. Wahrscheinlich da einfach nur so drauf tappen, ne? Genau. Du hast immer so vier Felder, die sind hier rot, blau, gelb und grün. Mhm. Du siehst die Frage auf dem Bildschirm und dann drückst du da drauf. Es gibt aber auch, der Gamepin kommt den Leuten, den Gamepin, ne? Genau, ja. Genau, der Gamepin kommt gleich. Obwohl, das können wir eigentlich schon mal machen, oder? Dann könnt ihr rein. Dann können wir ja in der Zeit, kann ich es erklären. Sagen, ja. Da oben steht der Gamepin, ihr könnt auch einfach den QR-Code scannen. Und jetzt nix wie rein. Die Plätze sollen laut Seite begrenzt sein, sind sie aber irgendwie nie. Der PIN ist 544569 und kommt rein. Oh, spielt jetzt mit. Geht's ab. Ja, also wir hatten erfahrungsgemäß hier wirklich sehr viele Teilnehmer. Das hat richtig Bock gemacht. Und das macht natürlich dann auch Spaß. Wenn du hier Erster bist, dann. Warst du schon mal Erster in dem Quiz? Nein, aber ich war schon mal sehr gut. Ich glaube, Simon war extrem gut. Wirklich? Ja. Also ich kenne Simon deshalb wirklich. Also nein, Simon war extrem gut. Okay. Simon war extrem gut. Kategorie Simon auch genau, ja. Schön, dass so viele mitmachen. Das macht natürlich dann richtig viel super Spaß. Natürlich. Also, ich erkläre noch mal kurz. Es gibt die klassischen ABCD-Fragen. Ihr entscheidet, was richtig ist, was für euch richtig ist. Es gibt aber auch Fragen, da habt ihr einen Regler auf dem Handy. Und ihr müsst zum Beispiel eine Jahreszahl schätzen. Und ihr könnt den Regler halt auf einem Zeitstrahl bewegen. Mhm. Dann gibt es, manchmal ist es auch ein bisschen tricky, ihr müsst Dinge sortieren. Dann müsst ihr gucken, wenn da jetzt, sage ich mal, Buchstabe A ist in der Frage rot, dann müsst ihr das Rote auf eurem Handy nach oben ziehen, wenn ihr glaubt, das ist an der ersten Position. Also eigentlich nicht so super kompliziert, aber vielleicht ist man im ersten Moment manchmal überrascht von der Art der Bedienung, sage ich mal. Mhm. Es geht alles auf Zeit. Das heißt, je schneller ihr fertig seid mit eurer Antwort, desto mehr Punkte könnt ihr tendenziell gewinnen, wenn sie natürlich richtig ist. Ich glaube, es sind fast 20 Fragen am Ende. Gewinnt natürlich der die meisten Punkte bekommen hat, der am schnellsten richtig geantwortet hat. Bei uns beiden ist es so, wer höher in der Rangliste liegt, oder? Bei uns, für unser internes Duell, geht es darum, wer in der Platzierung einfach besser ist als der andere. Und gibt es einen extra Punkt, falls jemand von uns Erster sein sollte? Von mir aus ja. Ja, siehst du, das legen wir fest. Da gibt es einen extra Punkt. Ja, von mir aus ja. Aber wenn, also dann würdest du mich, also ich weiß, du bist eine Maschine, das weiß ich. Aber Erster bei so vielen. Das wird nicht eintreten, aber es gibt noch mal ein bisschen mehr Würze. Ja, okay. Ich bin dabei. Also das würde ich akzeptieren. Ich
Ja, wir werden es sehen. Thema ist scheinbar Easter Eggs. Mhm. Das wussten wir natürlich vorher auch nicht. Ich kenne die Fragen auch natürlich überhaupt nicht. Das ist auch hoffentlich ganz klar. Sonst wäre es ja auch albern. Und ja, ganz witzig. Wie gesagt, die eine oder andere Frage muss man etwas, man muss vielleicht kurz nachdenken, wie man die beantwortet an seinem Handy, aber auch jetzt alles kein Hexenwerk. Mhm. Ja? Das kriegen wir alles gebacken. Ja, es kommen nach und nach Leute rein. Natürlich werden wir irgendwann schließen. Wie gesagt, die Seite sagt eigentlich, nach 100 ist Schluss, aber es ist halt Quatsch. Es sind jetzt schon über 200 drin, sehe ich gerade. Also ja, wie auch immer. Es kommen wahrscheinlich keine mehr in andere Kahoot-Wettbewerbe parallel rein. Das kann sein, dass die Seite jetzt ausgereicht ist. Die sagen es nur, damit ihr einen Server nicht raucht. Ja, wer weiß. Ja, und ihr habt noch eine Chance. Und dann würde ich sagen, sobald die Regie ready ist, ja klar, irgendwann muss man das Schloss zusetzen. Es kommen natürlich immer mal wieder Leute rein, aber irgendwann müssen wir natürlich reinstarten. Und dann bin ich gespannt. So, okay. Zu. Ich drücke dir die Daumen, aber mir drücke ich die mehr. Ich hoffe, dass ich mit meinen Daumen richtig drücken kann. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen tricky manchmal die Bedienung, aber das werdet ihr alles. Okay, let's do this. Okay, die Frage lesen wir immer dort, nur die Antwort dann auf dem Telefon. Aufgepasst, los geht's. Ja, das ist noch nicht die Frage. Ja, also Konzept easy. Puh, weißt du es oder hast du es geschätzt? Ich habe jetzt mal geschätzt, bei Space Invaders bin ich mir sicher, dass es jetzt nicht als klassisches Easter Egg gilt, weil es ja auch eines der ersten war. Pac-Man würde mir jetzt auch ganz einfallen. Keine Ahnung, was Moonlander ist. Ich auch nicht. Galaxian hört sich nach Easter Egg an, weil du da auch diese Formationen hast. Und vielleicht, dass da ein Raumschiff aus einem älteren Spiel oder so dabei ist. Mist, ich habe Galaxian genommen. Wäre Moonlander richtig? Ja, Moonlander ist richtig. Ich hätte auch Galaxian, ich kenne Moonlander nicht. 37 Leute haben Moonlander genommen. Das heißt, 0 Punkte für uns. Falsch, ich bin trotzdem auf dem 38. Platz. Das ist doch nett. Du auch wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja. Steht sogar, Gleichstand mit Gregor. Sehr gut. Okay, wir glauben an dich. Ja, Mist. Mhm. Aber ja, Pac-Man und Space Invaders war mir auch klar. Aber die anderen beiden... Ich kenne Moon Patrol, habe ich sehr gerne gespielt. Ich weiß nicht, was Moonlander ist. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, welches Easter Egg. Eigentlich auch, ja. Aber ich glaube, es gibt immer noch so eine Erklärung, oder? Bin ich gibt's mal noch? Oder wir erfahren es danach. Ja doch, die richtige Antwort, Moonlander. Fliegt man im Moonlander weit genug, erreicht man irgendwann eine McDonald's-Filiale, in der man etwas bestellen kann. Alter, wirklich. Ja, da unten, die Double Arches, da sieht man es doch. Okay, ja, stimmt. Sehr gut. Sehr weird. Wusste ich nicht, nie gehört. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Spiel ist. Okay, dann lassen wir uns zur nächsten Frage. Ja. Frage 2. Ja. Puh, ich hoffe, das war richtig. Wobei, ja, es müsste sein. Puh. Also ich hab lange gebraucht, aber eigentlich müsste ich mir auch sehr sicher sein. Also wir sehen es ja. Wir sehen es ja schon. Aber das habe ich nicht drauf geachtet. Das ist ja, haben wir auch schon längst alle gewesen. Das ist ja easy. Aber natürlich, ja, genau, weil das erste Spiel, wo jemand seine eigenen Credits reingepackt hat. Ich wusste es auch, aber ich konnte es ausschließen. Es ist aber ich habe lange gebraucht. Adventure. 869 Punkte, was hast du? 951. Ja, weil du schneller geantwortet hast. Weil ich ein bisschen schneller war. Ja. 2 Punkte hinter Knochenbrecher. Haha, nicht spoilern. Ja, gut. Naja. Stimmt, wir sollten vielleicht. Ja, das ist wahrscheinlich vom Wettbewerb so ausgegeben. Es sind sehr für alle die gleichen Regeln. Klar, also das hat jeder gesehen. Wir haben jetzt nichts gespoilt. Nee. Aber ich habe es gar nicht wahrgenommen in dem Moment, um ehrlich zu sein, dass es so ein Bild gab. Mhm, ich auch nicht. Ich war hier drauf konzentriert. Ja. Alter, 1800 jetzt hier Reviersteiger schon. Holy und shit. Ja, das ist natürlich schwer zu googeln, um hier an 900 Punkte zu kommen. So schnell geht's ja gar nicht. Ja, aber du wusstest es ja sogar. Das wusste ich. Früher gab es keine Credits, man wusste meistens nicht, wer an einem Spiel mitgearbeitet hat. Ein Entwickler von Adventure 8 1980 wollte das nicht auf sich sitzen lassen und programmierte seinen Namen heimlich. Das war sogar extra, also der hatte irgendwie das Spiel so effizient programmiert, dass tatsächlich noch ein paar Byte übrig waren. Und deshalb konnte er es nur einbauen, weil das Atari-Modul damals kaum Speicher hatte. Und der hat es extra so gemacht, damit sein Name dann noch auftaucht. Okay. Oh, warte mal, Verbindung unterbrochen hatte ich gerade. Okay. So, wahr oder falsch? Ich habe sehr schnell geantwortet. Ich auch. Macht natürlich Sinn. Ich hoffe, dass es jetzt. Also, wir wissen ja, was die Antwort ist, aber wir warten auf euch erstmal. Ich weiß es nicht. Ja, doch, ich weiß es. Also, ich weiß, wie die Frage formuliert ist, warum sie das genommen haben als Frage. Ja. Oder?
Naja, es kann ja auch ein... Es könnte auch was anderes sein, woran ich nicht denke. Also ich glaube, wir können ja jetzt sehr offen sprechen. Ja. Okay, falsch. Richtig, okay. Also ich habe es auch richtig. Ja, genau. Und ich hätte es sehr gewundert, also ich habe das Spiel halt 1000 Millionen Mal in meinem Leben gespielt, also ich habe noch nie was von einem UFO also die, eigenem Level. Die UFO-Geschichten, das sind die UFO-Easter Eggs, gibt es bei Silent Hill. Da hat jedes Spiel ein UFO-Easter Egg. Ach guck mal, das muss ich nicht. Eigene, ja. Vielleicht hast du mal diese Bilder von dem kleinen Hund gesehen aus Silent Hill 2, der an der Kontrollstation da sitzt. Es gibt immer das UFO-Ending in Silent Hill-Spielen. Deshalb haben die das wahrscheinlich mit reingepackt, wenn man an Resident Evil denkt, ah, anderes Survival-Horror-Game. Nein, ist aber eindeutig die richtige Antwort. Okay, ja, hätte mich gewundert. Sonst hätte Platz 20 bin ich jetzt. Ja, ich bin 58. Dabei waren wir gerade doch noch nah. Ich habe 980 Punkte jetzt gekriegt. Und ich habe 983. Schneller. Oh, da warst du noch ein bisschen schneller als ich. Ja. Na gut. Und ich habe genau nur gewartet darauf, dass es kommt. Also du hast mehr Reaktionsgeschwindigkeit. Ich glaube, hier wird ja sogar die Antwortserie angezeigt. Vielleicht hat das gibt es auch noch mal Punkte? Weiß ich nicht. Ich habe auch jetzt zwei hintereinander. Ja, vielleicht. Ja, Knüttermütter ist jetzt ganz oben. Netter Mutter, würde ich sagen. Das würde ich nicht sagen. Ja gut, cool. Ach, Quizzen macht Spaß. Immer. Ja, also genau. Da. Resident Evil gab es keines mit einem eigenen Level. Okay, aber okay. Silent Hill sagst du. Ja, ich würde sagen, das ist die Silent Hill-Verbindung deshalb. Sehr gut. So. Okay, das weiß ich. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir sicher. Ja, ich glaube, man hat ja auch gerade die Remaster Collection bekommen, deshalb ist es, glaube ich, wieder präsenter bei vielen Leuten. Aber erstmal gucken von den 4 Antwortmöglichkeiten, wo ist die man wählen sollte. Aber ich habe es richtig. Wusstest du es aus, auch ohne Antworten? Ja, hättest du sofort gesagt? Easy. Nee, ja gut, ich auch. Ich hätte gesagt, ja. Also ich hatte Kühlschrank oder Essenskammer oder sowas hätte es auch sein können. Aber Kühlhaus kannst du auch damit nehmen. Ja, kann man den Butler einsperren, wenn man sein Training da macht. Hast du die Remaster gespielt? Ja. Die sind auch, glaube ich, sehr gut geworden. Die sind überraschend gut. Also ich dachte, dass die zuerst angekündigt wurden. Okay, brauche ich solche Spiele, die dann eher aussehen, als ob sie zur PS2-Generation rausgekommen sind. Aber die sind schön remastered, die haben sich viel Gedanken drumherum gemacht und vor allem viel besser, als wenn jetzt nochmal seine alten Playstations rausgraben muss. Ich habe vorher auf der Original PS1 Tomb Raider gespielt, das erste. Mhm. Und es war ein Krampf. Speicherkristalle, du konntest halt nicht einfach speichern, es war wirklich sehr krampfig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, es war eine krasse Challenge. Weil beim ersten soll es nicht noch so ohne die Kristalle, war es nicht der dritte mit den Kristallen, ersten auch? Beim ersten konntest du die auch nicht sammeln, sondern du konntest nur da, wo die Speicherkristalle waren, speichern und dann war auch weg der dann Kristall. Dann waren Safe-Punkte, genau. Genau, aber du musstest überlegen, will ich jetzt speichern oder lieber erst, also es war wirklich krampfig, aber ja, so war es. Ist ja auch dann fast 30 Jahre her. Ja, so ist es. Gut, warte mal, ich bin auf dem 21. Platz jetzt. Ich auf dem 50. 943. Ich habe nur 891. Ja, die Geschwindigkeit macht auf jeden Fall einen Unterschied. Mhm. Aber eine Antwortserie von 3. Mal gucken, ob das was bringt. Eine der Sachen, die wahrscheinlich jeder gemacht hat, den Tomb Raider gespielt hat, Butler Winston im Kühlhaus eingesperrt. Mhm. Mit einem Sprung über seinen Kopf. Schreibt man Butler mit 2T, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das ist ja der Butler und nicht der Butt. So, welche Spiele haben wir an der Erde? So, ich nehme das mal. Ich weiß nicht, ich habe jetzt geraten. Ach, Mist. Eigentlich hätte ich eine Sache nehmen müssen, die ich sehr wenig gespielt habe. Ich habe geraten. Ich hoffe, das ist richtig. Verklickt Mist, schreibt im Chat, ja. Noch 5 Sekunden, eigentlich können wir drüber sprechen. Ich glaube, ich hätte Fallout am liebsten genommen. Ich habe Fallout genommen, weil ich auch denke, ich kenne mich mit den alten Fallouts nicht aus. Nee, falsch. Call of Duty, okay. Keine Ahnung. Black Ops 3? Habe ich nicht gespielt. No idea. Ich bin auf dem 31. Platz jetzt. 4 Punkte hinter Knuttermütter. Ich bin auf dem 57. Da können wir mal bei der Antwort gucken. Ich habe kaum Call of Duty gespielt. Das ich weiß es auch nicht. Aber Fallout hätte sich ja angeboten, weil es ist ja so postapokalyptisch. Ich habe auch nicht sehr viel Fallout gespielt. Eine komplizierte kann man die Erde ganz im Fallout-Stil mit Raketen beschießen. Hier sogar vom Mond aus. Okay. Das ist aber ein schönes Easter Egg. Ja, irgendwie schon. Okay. Aber ja, ich habe leider auch Fallout nicht wirklich erlebt in meinem Leben. Nee, Fallout 3 habe ich gespielt, aber die ersten beiden können das natürlich haben. Okay. Okay, schade, aber gut. Putzel. Okay.
Alt bis neu. Jetzt ist halt die Frage. Alt nach oben wahrscheinlich. Ich schätze mal, ja. Boah, ich weiß es leider nicht. Ich hab's. Ich weiß es nicht. Achso, ist easy. Ich hoffe, ich habe richtig sortiert. Ja, das Ding ist auch so von wegen, hat er jetzt meine Bewegung genommen oder nicht? Das kann so, auch jetzt sage ich mal was ganz Schlimmes. Ich habe nichts davon gespielt. Das tut weh. Also nein, es tut weh in der Hinsicht, weil ich habe diese Spiele, die da draufstehen, zusammengenommen wahrscheinlich 1500 Stunden gespielt. Ich gar nicht. Also das Einzige, was ich wusste, ist, 3 kommt vor 4. Ja, 3, Vice City, San Andreas und GTA 4. Wie gesagt, nichts davon gespielt. Kein einziges Game. Jetzt bin ich auf Platz 20. Ja, ich habe natürlich 0 Punkte für diese Frage bekommen. Ja, die obersten 3 sind die PS2-Games. Und GTA 4 war dann das, was auf 360 PS3-Generation gewechselt ist. Das waren quasi, kannst fast schon sagen, eher nicht Spin-Offs, aber auf der gleichen Engine basierend. Vice City in den 80ern, San Andreas die 90er Jahre, GTA 3 die 2000er. Und 4 war dann der Niko Bellic-Kram in Liberty City. Nicht mal 5 habe ich gespielt. Das wird echt Zeit. Also, die Serie muss ja nicht für alle Leute sein, wobei auch Bucketlist. Ja, ich weiß. Aber ich mag dieses Gangster-Ding irgendwie nicht. Aber ja. Du kannst auch alles andere sein in dem Spiel. Ja. Also auch ein Gangster, aber. Ja. Auch, kannst auch Auto fahren die ganze Zeit. Oder Taxi. Da spiel ich lieber Crazy Taxi. Ja. Entspannter. Nicht schlecht. So, das ist die Reihenfolge, ja. Ja. Das war schon, ja. Ach, das weißt du, dir hat so viel Spaß gemacht. Quiz. Oh, na, das könnte ich aber auch wissen. Oh Gott, jetzt habe ich mal gewählt. Weißt du es? Sicher nicht, scheinbar. Nee, sicher nicht. Ich glaube, ich habe auch das Falsche gewählt gerade. Weil irgendwas sticht mir gerade ins Auge, aber ich will die Leute natürlich nicht beeinflussen. Das ist auch ein gutes Spiel. Das ist ein tolles Spiel. Ist auch auf der Bucketlist mit. Ja, okay, ja, das hätte ich wählen müssen. Das wusste ich. Ja, ich habe das erste gewählt. Ich hatte als Easter Eggs, du konntest doch diese kleinen Figürchen vom Doomslayer finden. Ja. Ja, das hätte ich gedacht, dass das vielleicht so die Easter Eggs sind, aber mit den Maps weiß ich nicht mehr. Ja, doch, das wusste ich. Jetzt bin, okay. Jetzt bin ich abgerutscht, Platz 46. Ich bin 56. Mhm. So siehst du noch gar nicht aus. Oh, aber ich lieb's. Quizzen macht einfach Spaß. Ich lieb das. Guck mal, dein Speedrun-Kollege ganz oben, der Mad Dog, der war auch schon mal häufiger bei uns. War er ganz oben? Mhm, gerade. Naja. Der Mad Dog kann er schnell googeln. Das sind die Yakuza Like a Dragon-Reflexe. Na gut. Ja, herzlichen Glückwunsch, Salia. Top 200. Mhm. Von 150. Wir haben ein paar Fragen haben wir noch, ne? Ja, ich glaube ja. Boah, das war Turbo. Puh. Ich meine, das wird jeder wissen, aber ich war schnell. Ja. Aber ist das ein Easter Egg? Schon. Du musst ja über die Levelgrenzen hinausgehen oder über die Grenzen springen. Wer hat denn da diese Dreidimensionalität reingemalt? Das ist weird. Dieses furchtbare Bild. Dass der jemand über was anderes gewählt hat, wundert mich ein bisschen. Zap-Zone. Wie schnell warst du? 979. Okay, 968. Oh, das ist nicht viel mehr. Shit. Das ist aber auch je nachdem, ich weiß nicht, wie viel er abzieht für Sekunden natürlich. Ja, klar. Welcher Platz bist du? 44. 53. Verdammt. Es muss noch irgendwas kommen, was wir nicht wissen alles. So, Warp-Zones, ja. Na gut, Mario. Dadurch der SMB-Speedrun auf 5 Minuten eben durch die beiden Warps. Und erstmal durch 4-2. Ja. Oder von 1-2 in 4 und dann 4-2 auf 8. Ja. Oder? Ja. Genau so. Ich bin bei 5-2 aktuell. Oh. Ich will die Sub 5. Wir haben es mit Sia mal eine Zeit lang gegrindet sozusagen. Ja, aber Sub 5 ist schon auch eine Nummer. Auch wenn du denkst, die 2 Sekündchen. Ja, aber das ist. Wenn du einmal den Bus verpasst. Genau. Ja. Frame Rule. Ja. Spannend. Cooles Spiel. So, Schieberegler. In welchem? Okay. Oh, shit. Okay. Ach so, boah, ja gut, das ist ja albern. Ich probiere mal was. Ja, gut. Ich, also. Hallo, senden. Oh, der hat so spät genommen.
Gut, ich also auch, ohne da, wir lassen die Leute da mal. Ja. Blizzard ist nie so richtig meins, muss ich sagen. The Lost Vikings ist mein Lieblings-Blizzard-Spiel. Wobei ich weiß, ich weiß um bestimmte Spiele, die Q-Level haben. Ja. Oh, dann hätte ich eigentlich mehr. Die Frage ist, seit Release? Bei Diablo kam den Q-Level erst später dazu. Es geht noch hier so. Okay. Oh, falsch habe ich. Ich habe auch falsch. Ich hatte 3 gewählt. Weil ich da, okay, 1. Dann ist es Diablo 2, nur von Anfang an. Aber warum hat dann Diablo 3 kein Q-Level gehabt? Oder 4? Nicht seit Release, ist halt gepatcht, reingepatcht. Also Diablo 3 sehr sicher Q-Level, aber nicht von Anfang an. Da hätte ich gedacht, weil das in Diablo 2 doch so beliebt gewesen ist. Aber vielleicht war Diablo 2 auch gepatcht und da ist auch Diablo 4 drin. Ja. Ich weiß es nicht. Das werden wir ja gleich in der Erklärung sehen. Ich hatte mit 3 lange gefallen. Stimmt, oder war das so ein Einhorn-Level? I don't remember. Nee, kam doch später. Ich meine auch. Diablo 2 und, oh, Resurrected. Ja gut, das ist ja gut, aber das ist das Gleiche, oder? Ja, wir können auf die Antwort ja mal gucken. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich habe einfach 2 gesagt, weil ich gedacht habe, ja. Ja. 7 Spieler haben eine Antwortserie von 3 erreicht. Immerhin. Shit. Ich habe keine. Was ist jetzt für Platz? Platz 50. Fuck. Aber ja, da wir beide falsch haben. Ja. Im ersten gibt es erst, im zweiten, dritten und vierten gibt es da Eis. Aber, nur heißt aber Not the Cow Level. Mhm. Aber wenn es dann trotzdem ein Q-Level ist und im vierten Teil wurde erst das Season 2 implementiert. Für den dritten Teil heißt es aber... Ja, aber heißt es, dass das Kühe sind, nur der Titel ist Not the Cow Level? Aber es ist dann doch ein Q-Level, nur weil der Titel... Vierte Teil gibt es... Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe dieses Quiz ja auch nicht gemacht. Mir wär das zu unscharf formuliert als eine Quizfrage. Das muss eindeutiger sein. Ich glaube, es gibt nur noch eine Frage, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh, jetzt dürfen wir aber nicht vergeigen dann. Im besten Fall weißt du es nicht und ich ja. Hoffentlich. Nein, hoffentlich nicht. Bitte? Ach, noch 3 Fragen. Upsi. Okay, hoffentlich ich dachte, du alle nicht. 20. Okay, komm, nochmal Mario. Okay, Quiz. Okay, müsste ich eigentlich auch wissen. Okay. Ich hab das Dümmste. Na, guck mal, da gibt's wieder einen Hin. Nee, der hilft nicht. Nee, der hilft, ist nur Indiana Jones. Wobei, also Fallout New Vegas habe ich nie komplett gespielt. Ich bin eher ein Fallout 3 und 4 Spieler, muss ich sagen. Aber es kann ja eigentlich nur eins sein, wenn es ein Filmzitat ist. Wann war New Vegas? 2012, doch, dann müsste es mit dem Film passen, weil Indiana Jones 4 war 2008. 2008, ja. Das heißt also, es kann nur diese Antwort sein. Ja. No? Mist, habe ich falsch. Ja. Weil das ist der Anfang von Indiana Jones und der Kristallschädel. Verdammt. Das ist im Kühlschrank von einer Atomexplosion versteckt. Weil da ist ja Blei drin oder so. Irgendwie hatte ich so eine umgedrehte Badewanne im Kopf. Na. War das auch bei irgendwo drin? Ja, zum Glück haben sie das Easter Egg dann bei New Vegas reingetan. Im Kühlschrank. Genau, Blei verkleidet. Aber es ist schon ziemlich, ist ein lustiges Easter Egg, ja, muss ich sagen. Ist ganz lustig gemacht. Ich hatte auch die Badewanne umgedreht im Kopf. Vielleicht gibt es das irgendwo. Okay. Ja. Oh, das muss aber wehtun. Doppelte Punktzahl? Wirklich? Oh, jetzt habe ich geraten. Ich weiß es. Ich weiß es nicht mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn, der Film, ey. Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass da viele Bilder von dem Spiel hängen. Oh ja, ich glaube, es könnte richtig sein. Es waren ja sehr viele Zitate nochmal damit dabei. Auch in Marios Kinderzimmer mit dem NES und alles. Ja, ich hoffe, es ist richtig. Richtig, ja, ich hab's auch richtig. Okay, sehr gut. 1922 Punkte. 1790. Was bist du? Ich bin Platz 24. Klar, das ist ja eine mehr als ich. Ja, Punch-Out, genau. Ich wusste nicht, dass die so heißt, aber ich konnte mich an die ganzen Bilder erinnern. Ja, doch, es hat sich auch richtiger angefühlt oder angehört als Metroid Pizzeria. Ja, so eine Alliteration einfach. Ich kann dir sagen, vor vielen Jahren, als wir auf der Gamescom gewesen sind, da habe ich mir eine Pizza bestellt zum Teamessen, was wir hatten. Mhm. Und die habe ich dann so, warte mal, wenn ich die so schnell und da das Salamistück entpacke, du kannst aus einem Metroid eine Pizza aus einem Metroid machen, ne? Also, dass die Pizza ausschaut wie Metroid mit den Salami-Augen und alles. Ja, das hätten sie natürlich auch gut machen können. Ja, das hätte super gepasst. Okay, noch 2. Bleibt das jetzt bei der doppelten Punktzahl? Wäre eine Frage an die Regie. Ja, das wird nochmal knifflig, ne? Sehen wir gleich. Ja, mehr Mario. Gib mir Mario. Gib mir mal Mario.
Doch, Ende. Das war's? Okay. Ah, Mist. 7456 Punkte. Wie viel hast du? 6572. Da bin ich fast 900 Punkte besser. Ja, du hast eine Frage richtiger beantwortet und zwei schneller. Aber die eine hast du richtig und ich hatte sie falsch. Das ist halt vollkommen total in Ordnung. Finde ich auch. Aber Crash-Live, Ali, Grumpel und Cemus, natürlich, ihr habt es richtiger als wir alle gemacht. Ja, stark. 9 von 11. Schon gut, ne? Das ist schon ziemlich gut, ja. Das ist schon ziemlich gut. Ja, Mist, das mit der Indiana Jones ärgert mich ein bisschen. Naja, so ist es. Also für unser internes Duell heißt das, du kriegst wieder Punkte. Ich krieg wieder Punkte, da ich nicht Erster gewesen bin jetzt hier. Natürlich nicht den Extra-Punkt, den wir abgemacht haben. Aber ich bin auch okay mit den 4. Ich meine aber, was war denn Simon? Der war hier auf dem Treppchen. Der war hier? Wirklich? Ja, ja. Sehr sicher. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich war auch sehr überrascht. Simon kann in Quizzes sehr gut sein, aber ich hätte nicht, also je nachdem, was das Thema hier war natürlich. Ja, es hatte keins. Es war sehr allgemein. Es war ein, ja, okay. Ja. Diesmal war es nur wegen Ostern mit dem Thema Easter Eggs. Ja, Punkte für dich. Damit hast du eigentlich schon mal dreimal so viele Spiele gewonnen wie ich. Aber das könnte egal sein. Ja, jetzt stark, also wirklich. Also es sind noch ordentlich Punkte zu holen. Ja, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, aber du hast zumindest schon mal, wenn du 4 gewonnen hast, könntest du sagen, du hast die meisten Spiele gewonnen. Da ist das ein Ziel. Da das jetzt gerade natürlich nochmal Thema gewesen ist mit der letzten Frage, da du auch eine sehr innige Bindung zur Mario-Serie hast. Hat dir der Mario-Film wirklich gefallen? Mir hat er gefallen, ja. Mich hat er sehr abgeholt, ja. Ja, ich fand den, also der hat ein paar echt nette visuelle Ideen gehabt. Ich fand, als Film hat er nicht so richtig für mich funktioniert. Ja, das habe ich häufig gehört von Leuten. Aber ich habe da, glaube ich, ein bisschen rosarote Brille auf. Ich mag die ganzen Referenzen. Ich habe häufig geschmunzelt. Mich hat der unterhalten. Ich habe am Anfang mehr geschmunzelt als später, muss ich dann auch sagen. So als die in der echten Brooklyn-Welt gewesen sind, war es fast schon ein bisschen so Super Mario Bros. Super Show. Ja. Aber dann war es mehr so, okay, jetzt müssen wir noch Mario Kart mit reinpacken und warum spielt jetzt Take on Me, während sie Auto fahren oder so. Ja. Also ich habe es mir ein bisschen, cleverer hört sich komisch an oder so, aber als Film hat er nicht so ganz für mich gezündet. Da habe ich bessere Animationsfilme gesehen. Ja. Kann ich auch absolut nachvollziehen, aber mich hat er auf jeden Fall total unterhalten. Und ich bin auch nicht der Maßstab, weil über 1 Milliarde Einspielergebnis, die Kids fanden es toll, ist ja auch nicht für mich gemacht. No? Ja, so ist es. Hier für die Gewinner jetzt natürlich. So ist es. Die ersten 3, so steht es da. Ihr dürft euch per Mail melden an eingeblendeter E-Mail-Adresse. Natürlich werden wir nachvollziehen, dass ihr auch wirklich die seid, die da mitgemacht haben. Also bitte nur diese Leute an die Mail schreiben und dann schreibt ihr, hallo, hier bin ich, Platz 1, ich habe gewonnen. Und dann wird euer Alter überprüft und dann bekommt ihr euren Preis nach Hause. Es gibt schöne Pakete vom kleinen Feigling mit allem Pipapo drin, mit dem ein oder anderen Erfrischungsgetränk und netten Sachen für zu Hause. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Treppchen erreichen ist schon nicht ohne, bei über 230 waren es, glaube ich, über 230 Leuten. Ja, schon gut gequizt. Ja, auf jeden Fall. Und sag nochmal danke, dass alle den Ostersonntagabend jetzt mit uns hier verbringen. Also weit über 1600 Leute. Sehr schön, sehr schön. Bei sehr uns beiden schön. Online insgesamt. Und für die Leute, die es nachträglich sehen, ihr habt was verpasst. Ihr hattet so viel mitmachen können und absolut mitbestimmen können. Absolut. Das war Unterhaltung. Ja, so ist es. Sehr schön. Nach diesem wunderbaren Quiz werden wir nochmal ein Mini-Päuschen machen. Ein 3-minütiges Päuschen. Und dann gehen wir auch ins 5. Spiel des Abends. Wir wissen es ja schon, ohne es zu spoilern. Fühlst du dich da gut? Also ich sag's ganz ehrlich, quasi noch nie gespielt. Okay, also ist nicht, ich habe es damals mir gekauft und durchgespielt. Es ist nicht unbedingt mein liebstes Spiel dieser Gattung, sagen wir es so. Aber Genre bin ich komplett drin. Okay, ja gut. Aber wenn du mal eins gespielt hast von dem, weißt du, wie wir gehen. Ja, deswegen, ich bin sehr gespannt. Aber wir machen eine kurze Pause. Wir spannen euch auf die Folter, was das 5. Spiel ist. Freut euch drauf. Wir sehen uns gleich wieder.
Tada, da sind wir wieder. Controller in der Hand, weil wir natürlich Bock haben auf Zocken. Ich freue mich auf das nächste Spiel, definitiv, auch wenn ich eigentlich meine Chancen dann nicht so gut sehe. Obwohl ich sehr anfällig bin für das Genre, sehr viel Erfahrung in dem Genre habe, aber das Spiel an sich noch nicht gespielt habe. Also ich hab's sehr ausführlich gespielt, hab's mir damals auch gekauft für den Dreamcast. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also spielerisch und grafisch absolut cool. Aber ich hatte noch so eineinhalb Tagen alles freigespielt, was man da freispielen kann. Mhm. Und da fand ich den PlayStation 1 Vorgänger besser, weil er auch ein bisschen mehr Spieltiefe hatte für mich. Das war mehr so ein bisschen grafischer Blender. Heißt nicht, dass das Spiel aber schlecht ist. Okay. Ist auch eins der beliebtesten auf dem Dreamcast. Sehr schön. Ihr wisst noch nicht, worum es geht. Und um das zu ändern, sehen wir uns jetzt den kleinen Clip an zum Spiel. So langsam geht die Gaming Night in ihre heiße Phase über. Satte 5 Punkte erhält der Gewinner des 5. Spiels, Soul Calibur. In einem epischen Best-of-5-Kräftemessen wird sich entscheiden, wer die Punkte auf sein Konto verbuchen darf. Unschuldig an. Na gut. Ja, Soul Calibur. Ein, Soul Calibur. Ist das der Sound? Ich glaube, so ist es, ja, ungefähr. Sehr schön. Ich hab's gesagt, also Fighting Game bin ich voll drin, aber Soul Calibur da müssen noch wir da, müssen nie wir mal, welche, was sind deine Fighting Games, die du sonst spielst? Street Fighter ist okay. Das Game schlecht. Lass uns das doch mal probieren, weil ich glaube, in Street Fighter könnte ich dich schlagen. In welchem? Street Fighter 2. Street Fighter 2, ja. Mhm. Bin ich auch sehr, ja, weiß, also, ja, müssten wir irgendwie mal herausfinden. Müssen mal ab. Also Street Fighter 5 abseits, und 6 und 4? Ja, wird schwierig, so. Nee, ja. Da sind mir zu viele Parries und Counter und so weiter dabei. Ja. Aber Street Fighter 2, da kannst du noch schöne Oldschool-Taktiken machen. Unabhängig davon, Soul Calibur ist natürlich auch ein sehr durchgearbeitetes Spiel, vor allem weil du da ja auch die, wir können das Ingame ja auch den Leuten schon mal zeigen, ne? Da kann man ja schon mal die Testkämpfe oder da sehen. Es ist wirklich ein herausragendes Spiel zu der damaligen Zeit gewesen, weil es auch sehr auf Waffen gesetzt hat. Ich war so ein bisschen mehr, Tekken fand ich ein bisschen angenehmer zum Spielen am Ende, weil du ja auch Kontrolle über jedes Körperteil hattest. Mhm. Und hier ist es mehr, du konntest dieses Spiel auch ein bisschen cheesen, weil da sehr viele so gefühlte Win-Kombos dabei waren. Halt den Controller nach hinten, drück zwei Tasten. Nicht umsonst hielt sich damals ja auch so spöttisch dann die Aussage, oh, Leute haben es mit dem Angel-Controller durchgespielt. Okay, ja, das klingt eigentlich so, als würde ich es nicht gut finden. Solche Sachen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe es nie gespielt, aber ich habe natürlich einmal alles in Vorbereitung für diese Show gestartet. Mhm. Und ich habe ungefähr, ohne zu übertreiben, 30 Sekunden war ich im Fighting-Modus und habe dann gemerkt, dass ich auf einer Taste blocke und habe schon alles daran gehabt. Ja, Tastenblocken ist auch ungeil. Ja. Da bin ich mehr von den Dreamcast 3D Fighting Games, von denen es ja auch einige gab. Da ist mein Favorit tatsächlich Dead or Alive 2. Ja. Vom Spielerischen her. Ja. Ja. Grafik kann man natürlich auch dann sagen für die Leute, denen dann aufreizende Charaktere gefallen. Ja, ist ja auch sehr viel drin. Aber das hatte keine Blocks klassisch, sondern eine Kontertaste, die man auch dann einsetzen konnte, wirklich um dann die dynamischen Level zu bekämpfen. Wie gesagt, ich will Soul Calibur jetzt nicht schlecht reden oder so. Vielleicht will ich dann nur sagen, wenn ich es gleich versage, woran es liegt. Hast du gehört? Soul Calibur. Best of 5 machen wir. Ja, so ist es. Und dann würde ich sagen, wir machen ganz normale Matchen auf 2 Gewinnrunden. Also nicht, wir müssen jetzt nicht mehr oder so dazu packen. Wer 2 Runden gewinnt in dem Kampf, hat ihn gewonnen. Und dann Best of 5. Würde ich auch sagen. Ja. Wollen wir? Von mir aus. Also ich hätte Bock und wäre ready. Dann let's do this. Dann versus Battle. So. Ja gut, also was auch immer ich jetzt hier nehme. Oh, Voldo kenne ich. Ich kenne nicht viele, aber... Wir bleiben mal auf 100% dann auch mit der Energie. No? Damit wir alle gleichmäßig haben. Voldo, ja, den kennt man doch.
Eigentlich könnte man alle kennen, wenn man die anderen Soul Calibur. Ich sehe gerade, dass ein Bild ein bisschen abgeschnitten ist im Stream. Oder ist das nur unsere Vorschau? Das ist unsere Vorschau. Die geht auf alles gut. Okay. Ja, die geht nämlich auf den Screen noch. Okay, unser Vorschau-Bild ist es okay. Ja, ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal Mitsurugi. Mach das. Wir nehmen einfach random. Achso, okay. Ich glaube, es ist die Form der Stage, weil es Ring out. Sollen wir ganz kurz mal Buttons gucken? Oder? Ja, lass gleich mal gucken, also, bevor wir drauf losgehen. Ja. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr genau. Ich gehe zurück. Ja, ich gehe auch mal ein bisschen zurück. So. Okay, das ist die Block-Taste. Das ist da. Schlag, Schlag. Blocken hier unten. So. Kick ist hier drauf. L und R ist. Was ist das? Okay, Blocken ist hier auch. Okay. Super Schlag. Okay, wollen wir? Von mir aus ja. Okay, auf 1. Ja? Ja, aber wir haben nur noch 20 Sekunden. Okay, 3, 2, 1. Eieiei, also. Oh nein, du hast mehr. Letzten Moment, oder? Ja. Ja, okay. Okay, okay, wir machen Best of 5, aber natürlich ja, zwei Matches. Genau, zwei Matches. Eieiei. Ich weiß, das ist natürlich schon wild. Okay, Grabben geht natürlich auch so, wie man es Grabben, ich glaube, es sind ja die beiden Angriffstasten, oder? Ja, X und A. Sind es X und A? Ja. Und du hast schon gekontert sogar. Genau. Ah, die Reichweite, wild. Ja, die Reichweite, die Geschwindigkeit ist leider nicht gut. Ja, das ist halt dann der Malus, genau. Ich will einen Ring out, dann ist sofort over, ja? Ja, also für die Runde. Okay, dann 1 zu 0 für dich. Er ist doch 5, der zuerst 3 hat. Ja, wo ist denn Kilik? Kilik. Kilik, an welchen Final Fantasy Charakter erinnert er dich? Kilik, an Squall. Eindeutig, der ist auch 1 zu 1 Squall. Also auch, du siehst die Narbe, du siehst die... Mhm. Ja, wenn Squall jetzt einen Stab hätte. Aber schau ihn dir an. Ja, stimmt. Oh, ich habe einen Nunchucks. Okay, das ist gar nichts. Du hast Bruce Lee hier. Das ist wahrscheinlich super Short Range, aber schnell. Oh ja, ich sehe schon den. Ah, du hast. Ah, nee, das ist gar nichts für mich. Ah, ja, das ist, also den hasse ich. Okay. Shit. Kill. Oh, das gefällt mir. Gar kein Block-Damage, ne? Anscheinend nicht. Ah, dass da nichts dran geht. Oh, come on! War das knapp. Also diesen, den ich hasse, Maxi. Ah. Ich will ihn nie wieder nehmen. Okay. Schön, schön, schön. Okay, 1 zu 1. Ich muss in die Schwitzerposition, ich muss mich nach vorne lehnen. Also Maxi war nix. Komm, gib mal. Waldo. Ich weiß nicht, was er macht. Er sieht auch aus. Langsam und fett und eine riesige Axt oder so, würde ich sagen. So. Ah, ähnlich. Ein Anker oder sowas vielleicht. Ja. Nee, eine Axt. Oh. Ja, das ist doch der. Ja. Alter. Also das ist...
Oh, wirklich? Bam. Alter, die das ist eine Powerbomb hier. Ja. Aber was das Aufladen macht, weißt du auch nicht? Nee. Jawoll! Da war ein Ring, aber ich war vorher kaum. Ja, ja, wenn du zuerst hast, bist du dann Ring Out, ja. Das ist immer so bei den Spielen. Jeder springt natürlich auch selbst mit runter nochmal beim Ring Out. 1-1. Ich weiß nicht, was es ist. Jawohl. Nee, das gefällt mir auch nicht. Okay, 2-1. Ja, 2-1. Das heißt, du könntest es jetzt gewinnen. Gewinnen, ja. Ja. Hat mir doch tatsächlich am Anfang besser gefallen. Gib mir Sophie Tia. Der hat mir am besten gefallen noch. Das ist auch der Stock-Charakter. Das ist so ein Ryu, ne? Ja, ja, genau. Alter. Okay, dann jetzt den Sieg, ne? Ja, genau. Ey, dieser Doppelmove, ey. Was? Ich hab doch geblockt. Ja, der ist mächtig. Oh Gott, oh Gott. Alter, ey. Ja. Oh! War das knapp? Ja! Das geht doch nicht! Gottverdammt! Oh. Fucking hell! Hey, ich bleib bei ihm! Gleichstand. Okay, dann ich bleib bei ihm, er gefällt mir. Dann machen wir das Mirror Match. Sehr ne? gut. Okay, dann ist jetzt um den. Wow, jetzt geht's jetzt um alles. Jetzt geht's um die Bosse. Ey, verdammt, ey! So. Alter, ey. Oh. Da geht doch bestimmt wieder Yoshimitsu Move. Oh, oh, wirklich? Come on! Oh, Mitsurugi, das ist er! Mann, oh, geil! Ah.
sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ah, das war so dieses Fitzelchen. Ich hätte es fast. Ah. Ich hätte es fast gehabt, ey. Ein Fighting-Game zu spielen, ohne dass man weiß, wie es funktioniert, finde ich immer sehr schwierig. Ja, ne? Das ist wirklich sehr schwierig. Oh, und dann geht es eigentlich nur darum, so ein bisschen ausweichen und dann irgendwie ein, zwei easy Kombos, die man schnell lernt. Lame. Also, ich wusste auch gar nicht mehr, wie das alles funktioniert. Nee, nee. Aber ja, ich glaube, ein gutes Game, oder? Wenn man wieder drin ist, kann man natürlich dann auch ein bisschen taktischer da rangehen. Ja. Es ist eben etwas, wenn du einmal ein Kombo gefunden hast, kannst du dich schön durchmeschen irgendwann mal in Ruhe. Ja, das glaube ich. Gegen menschliche Spieler ein bisschen anders, aber gegen den Computer geht das dann meist recht easy. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, sehr knappes Ding. Also knapper hätte es ja nicht sein können. Wie fies, ey. Ja, sehr schön. Also, das heißt auch, mein letzter Sieg hat nicht viel gebracht, weil du jetzt vorne bist insgesamt. Naja, vielleicht hat er am Ende viel gebracht, ne? Ja, muss ja, werden wir gucken. Ah, ja, ja. Ja, aber cool. Das hat Bock gemacht. Lass uns doch mal aufs Scoreboard gucken. Ach, das macht weniger Bock. Doch, das können wir mal machen. Ein Pünktchen mehr. Ein Pünktchen du hast ja das unwichtige erste Spiel gewonnen. Und das unwichtige zweite. Und das unwichtige zweite. Und das unwichtige vierte. Naja, das weniger. Naja. So ist es. Ja, okay, so du führst zwar in den Spielen, aber ich bin tatsächlich ein Pünktlein vorne. Aber super knapp. Es war ja schon gerade kurz vor der Entscheidung, als du... Ja, ey, also es ist für den Wettbewerb ist es spannender, für mein Ego nicht so gut. Okay, das kann ich schon aushalten. Sehr schön. Okay, wunderbar. Das war Soul Calibur. Ja, wie gesagt, nie gespielt, aber Fighting Game mäßig eigentlich schon hart bin ich unterwegs. Ich habe eigentlich alles ausprobiert, was so in der letzten Zeit kam. Mortal Kombat, Tekken 8, Street Fighter 6 liebe ich sehr. Selber Mortal Kombat würde ich auch sagen, ich hasse die Blocktaste. Ja, das ist immer so ein Ding. Ich bin auch kein Fan davon. Das ist so von wegen, okay, ich verstehe, du kannst ganz andere Eingaben machen, wenn du eine Blocktaste gedrückt hältst, kannst du auch oben und alles mit so reinbauen als Spiele oder als Spieleentwickler. Aber es ist so null intuitiv. Ne? Ja. Block ja. Nach hinten ist richtig. Bist du denn jemand, der gerne auf dem Fighting Stick spielt? Es geht. Ja. Ich habe in Griechenland in den Arcades natürlich mit den Fighting Sticks gespielt. Wobei ich sagen muss, ich bin da mehr, weil ich wirklich viel mehr auf Controllern gespielt habe. Ja. Dann brauche ich auch ein gutes Gamepad, lieber so ein Saturn-Pad oder sowas. In der Form stehen wir lieber. Mein Bruder ist sehr aktiver Street Fighter-Spieler, dem habe ich auch einen Arcade-Stick damals geschenkt. Ja. Der war auch irgendwie seit Street Fighter 4 dann, ich glaube, irgendwie so Top 200 oder 400 bei Balrog zum Beispiel. Mhm. Also es hängt immer davon ab, womit du dich dann Erfahrungen gemacht hast. Also spielst du kompetitiv die Sachen dann? Ja. Also ich denke dann mal wahrscheinlich auch mit Stick, oder? Also wenn ich wirklich gewinnen will, spiele ich tatsächlich mit dem Gamepad. Moment. Nee, du solltest ja eigentlich, wenn du richtig kompetitiv spielen willst, mit einer Hitbox spielen. Das ist sowieso, ja. Das ist sogar bei Kaizo ist das mittlerweile so. Ja, wirklich? Eine Hitbox Kaizo? Es ist halt die wenigste Anfälligkeit für falsche Inputs. Und du kannst gleichzeitig links und rechts drücken. Genau. Und das hilft jetzt bei Kaizo vielleicht nicht, aber Also für die Leute, die eine Hitbox nicht kennen, stellt euch so einen Arcade-Stick vor. Aber anstatt, dass ihr einen Stick habt für die Eingabebewegung, sind da stattdessen vier Knöpfe vorhanden. Sodass ihr dann wirklich genau dann in die Richtung drücken. Es ist sehr ungewohnt, mit Knöpfen zu lenken, aber es geht. Aber extrem präzise, das ist halt. Du drückst nicht aus Versehen nach unten, wenn du gar nicht willst. So. Wie mit dem Stick passieren kann. So ist es. Ja, abgefahren. Ja, aber nee, ich finde, Spaß ist bei mir mit dem Fightstick 10-mal höher als mit dem Gamepad. Mhm. Aber obwohl ich schon viel in meinem Leben mit Fightstick gespielt habe, es macht mir mehr Spaß, aber ich würde sagen, besser bin ich mit dem Gamepad. Es gibt die spezielle, also falls wir mal dazu kommen, die spezielle Griechenland Arcade Stick Technik, die kann ich dir nachher mal zeigen. Aha, ist eine bestimmte Griffart? Mhm. Eine spezielle Griffart. Also ich kenne nur das Normale und ich kenne dieses Japanische. Weil du kennst das Gericht schon noch nicht. Nee, das kennst du nicht. Das kennst du nicht. Damals in den Arcades in Thessaloniki. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wir spielen auch später an dem Automaten. Dann kannst du mir dann kann ich dir die Technik mal zeigen. Perfekt. Ob die dir was bringt, ist dann... Meinst du nicht? Ja, das war quasi der Moment, wo die Leute die Schirme zu nach hinten gepackt haben. Okay. Ne, wenn jemand die Technik ausgepackt hat. Verstehe. Und dann hat man auch nur noch gewonnen, ja? Ja, exakt. Cool. Ich bin sehr gespannt. Cool. Bevor wir an den Automaten gehen, gibt's aber vorher noch ein anderes Spielchen. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ein Genre, das ich mag, aber das Spiel kannte ich nicht, habe ich nur extra rausgesucht quasi, weil es eines der wenigen Spiele ist, die man zu zweit gleichzeitig kompetitiv gegeneinander spielen kann im One-on-One. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Wir haben für euch ein kleines Erklärvideo und dann sehen wir uns gleich zum Spiel 6. Unschuldig anmutender Name, aber knallharte 1-gegen-1 Action. Das erwartet euch in der verrückten Welt von Twinkle Star Sprites. Beide Spieler spielen gleichzeitig im Splitscreen ein Best of 5. Wer die meisten Runden für sich entscheiden kann, gewinnt dieses Spiel.
und kann vielleicht schon alles klar machen. Ein wunderschön. Ja, da haben wir es. Twinkle Star Sprites. Du kennst es wahrscheinlich, ne? Nicht zu gut. Also ich kenne das Spiel. Mhm. Ich kenne es auch vom Neo Geo her, wo das ursprünglich rauskam. Das war ein Dreamcast Board, wo es dann rausgekommen ist. Es ist sehr ungewöhnliche Genre-Mischung. Ja, voll. Shoot'em-up oder Top-Down-Shoot'em-up gemischt mit Puzzle-Game. Ja. Also so ein bisschen, als ob man jetzt so ein Puzzler wie Tetris spielt, aber daraus ein Shoot'em-up gemacht hat. Genau das ist es. Aber dafür eignet sich es natürlich auch gut in einem One-on-One-Duell. Das stimmt, ja. Das ist natürlich sehr cool. Jeder hat seine Seite. Bist du denn erfahren in dem Spiel? Also nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Ich weiß, wie es funktioniert, weil ich mir angeguckt habe, wie es geht. Okay, also, dann lass vielleicht nochmal gleich gucken, wie es geht. Ja. Weil das ist ja auch bestimmt ja auch gleich wieder die Erklärung bei als Arcade-Game, dass dann die Steuerung hier nochmal erklärt wird. Ja. Es war so, man musste irgendwie diese, nicht nur ausweichen, sondern auch einsammeln musste man auf jeden Fall. Und dann irgendwie so Diamanten rüberschicken. Ja, also ich hatte den Eindruck, also so habe ich es verstanden, dass man bei großen Kombos, man kann seinen Schuss aufladen. Wir können auch durchaus schon mal ins Gameplay gehen. Ja, wir können ja schon mal dann schauen. Da sieht man auch hier die knallhart. Ja, knallhart. Knallhart im Internet haben wir aber zum Spiel gelesen, Cute'em'up. Ja, Cute'em'up passt dann. Ja. Wobei Cute'em'up ich dann eher ein Shoot'em'up, was nur knuffig ausschaut. Das ist ja ein komplett anderes Genre in dem Bild. Genau, also ich hatte so den Eindruck, man kann seinen Schuss aufladen, dadurch hat man so eine Art Megabuster, der durch die Gegner durchfliegt und je mehr du triffst, desto höher deine Kombo und dann schickst du Projektile zum Gegner. Also wie so ein Score-Shooter dann auch. Ja, ja. Okay. Genau, und ja, es war sehr viel los in den Videos, die ich gesehen habe, also es ging sehr schnell. Hier sehen wir ja Explanation for the rules. Time for explanation. Ja, perfekt. Also wir sehen es gleich, einer ist links, einer ist rechts. Mhm. You compete by shooting. Ja, das ist every enemy golems can be destroyed mit okay so, chain Ketten, explosion. Okay, Ketten, Ketten machen mit chain explosion. Und dann kriegst du diese Dinger auf deine Seite und die sind Damage. Und die gelten als Damage. Genau, die darfst du nicht einsammeln, die kannst du aber zurückschießen. Use your bombs, smart bomb. Genau, das ist auf B. Davon siehst du unten, wie viele da sind. Ja. Genau, du kannst die Projektile nämlich zurückschießen. Okay, ja. Und die werden dann immer schneller und immer größer. Immer schneller, so ein bisschen Ganondorf. Ja, ja, ja. Das ist im Prinzip alles. Also mehr, obwohl. You can reduce an attack, special attack. Ach komm, das einfach machen. Ja, whatever. Also mehr brauchst du eigentlich nicht. Es ist eine Arcade. Ausweichen, ja. Haben wir das, also ist es dann als Multiplayer-Match und dann gilt es, wer wie viele Runden gewonnen hat? Oder ich weiß nicht, wie der Multiplayer ist. Ich glaube, man hat Leben oben und... ich weiß jetzt leider gerade auch nicht. Kannst du mal auf Option gehen, mal sehen, was da eingestellt ist, ob es da irgendetwas gibt. Also Leben. Drei Leben. Versus Round, three Rounds. Wir können dann einfach mal sagen... Können wir ja so lassen eigentlich, ne? Und dann, weiß nicht, wie schnell es vorbei sein kann. Aber du kannst auch fünf dann machen von mir aus, ne? Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, ob es fünf Gewinnrunden sind. Ja, das weiß ich halt leider auch nicht. Sollen wir einfach mal fünf machen und sagen, so ist es? Okay, ja, lass es. Game Speed, Neo Geo, was kann man hier? Ach, witzig. Okay. 68.000 ist eine Computerumsetzung. Nee, lass mal alles auf Dreamcast. Das war auf Neo Geo, glaube ich. Ja. Ursprünglich. Dann lass es auf Neo Geo. Ja, okay. How-to-Demo hatten wir. Ja. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen rein, oder? Ja, wir müssen reingehen, ja. Was ist Schießen? Ist A? Oder? Ich gehe davon aus. A und du B. Musst, okay, das sind die Controlling. Joystick moves player. Shoot und Attack Stopper auf A und Bomb. Okay, das ist, was wir brauchen. Okay, du kannst A aufladen und A dann gedrückt halten. Lädt sich dieser Balken da unten auf. Und, dadurch können wir die Kombos machen. Genau. Ja, dann müssen wir auch die komplette Formation erwischen. Genau. Okay, dann lass. Das glaube ich alles. Ja. Competitive, play against another player. Und jetzt dürfen wir jetzt Mädels aussuchen. Yes. Wer bin ich denn? Player... Ach, Player 2 bin ich, okay. Macht wahrscheinlich keinen. Doch, es macht noch Speed jeder, ist wahrscheinlich schon sehr wichtig. Ach, guck mal, ist auch doof. Manche haben 5 Punkte. Also, die sind ja einfach faktisch besser. Dann lass uns doch mal sagen, wir nehmen welche, die dann 4 haben. Finde ich auch ausgeglichen gut. Ist. Dann nehme ich die beiden mal einfach. Dann teste ich mal das. Bisschen mehr Geschwindigkeit. Tinker und Linker. Okay, also ich bin auf der linken Seite und Gregor ist auf der rechten Seite. Also, ich habe auch einen anderen Schuss. Ja. Ach, wow, mein. Das ist ja voll weird. Ich habe gar keine maximale Reichweite. Ich schlage. Okay, das ist ja ätzend. Oh, hast mich schon erwischt hier. Okay, wenn die platzen. Wohl kann auch praktisch sein. Ja, aber ich hätte gerne einen Schuss, der durchgeht. Das habe ich überhaupt nicht. Okay,
10, nice. Da kam einiges. Boss-Attack. Die Low-Frames sind natürlich auch wunderbar. Du hast mir irgendwie einen Boss geschickt. Hab ich das? Ja. So, oben sehen wir unsere Leben. Ich habe 2, du hast auch noch 2. Ja, die Low-Frames sind natürlich auch wahnsinnig geil. Was ist jetzt? Du hast gewonnen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gewonnen anscheinend. Ja, okay. Okay. Okay, das heißt, war das jetzt eine Runde? Ja, du siehst oben, ich habe jetzt 1 von 3. Also das heißt, sollen wir das denn dabei schon belassen? Ja, ja. Also wer 3 hat, gewinnt? Ja, genau. Okay. Weil da haben wir, glaube ich, mehr als genug Matches gemacht. Also das Boxen gefällt mir nicht so gut, um ehrlich zu sein. Das ist wahrscheinlich für die Verteidigung gut. Aber irgendwie natürlich spitzig. Ja, es ist wahrscheinlich so eins der Spiele, wenn du dann richtig so den Clou dahinter drauf hast. Das ist dann richtig geiles für. Ja, glaube ich auch. Aber es ist halt dieses Typische am Anfang. Du musst halt auch erstmal kurz schnallen. Mhm. Und deswegen sind die ersten Spiele dann wahrscheinlich blöder, als jetzt das 5., 6. Spiel wäre. Ah, jetzt kommt aber einiges zurück. Die Low Frames sind ja richtig Zucker. Jetzt. Okay, Boss Attack. Ja, wieso habe ich jetzt 3 Herzen auf einmal verloren? Gut, das erste Mal getroffen. Offensichtlich machen die Projektile unterschiedlichen Schaden. Mhm. Guck mal, jetzt bin ich schon tot. Crazy. Okay. Also es gibt Dinge, die mehr Schaden machen als eins. Anscheinend, ja. Hat auch wieder den Boss von dir. Ja. Oder hatte das was mit den Stats zu tun, mit Life bei der Charakterauswahl? Ne, es war Shoot und Speed nur, ne? Ja, es sind wahrscheinlich wirklich diese unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten, die plus die Mini-Stats, die du hast. Aber du sollst ja mit keinem wirklich irgendwie in Nachteil sein. Nee, das denke ich auch nicht. Oh, shit. Aber du hast jetzt nur ein Herz verloren, ne? Ja. Aber ich glaube, ich habe auch weniger Angriffskraft auf einmal. Boss Attack, oder? Ja. Also ich hatte 3 Herzen, dann kommt so ein kleines Ding und ich verliere 3 Herzen. Crazy, okay. Hast du gewonnen? Dann habe ich gewonnen. Jawohl! Game. Ja, herzlichen Glückwunsch. Yes, ja, danke sehr. Herzlichen Glückwunsch. Ah, wieder den Malus aufgeholt. So, ja. Aber perfekt für die Dramaturgie ist es perfekt, weil ich glaube, dass wir können ja gleich nochmal auf die Punkte schauen. Ja. Ich habe es auch nicht zu 100% verstanden. Nee, jetzt ich auch nicht. Es hat schon irgendwie Fun gemacht. Ja. Aber das hat auch eine sehr, sehr steile Kurve, die man lernen kann, wahrscheinlich nach oben. Glaube ich auch. Also ich mochte nicht, dass ich so Melee war, quasi. Ja, aber wo konntest du es denn dann absehen? Ich denn welchen hast du gewählt? Den. Das war der hier. Ja. Bei Shoot hätte ich 1. Ja. Ich weiß es nicht. Muss mal kurz nochmal gucken. Also wenn also du hast das hier. So, ich schlage halt. Ja, da musst du aber auch nah rangehen an die Genau. Gegner, ne? So, ja. Ja, wild. Also hat sich schon sehr ich glaube, die Charakter unterscheiden sich schon sehr. Aber warum habe ich so viel Schaden bekommen? Bist du ein schneller Drücker? Sollen wir mal testen? Sollen wir mal von dem gleichen Gegner getroffen werden? Einfach von du das? So einem. Ich wurde jetzt von dem Ding. Hab 3 Herzen verloren. Okay, warte mal. Okay, ich habe jetzt 1 verloren. 2. Wieder 1? Also ich verliere 1 immer, wenn die Gegner mich berühren. Vielleicht ist das auch irgendwie eine Abwehr. Oder dadurch, dass du einen starken Charakter hast, verlierst du mehr Herzen. Wenn du einmal berührt wirst, verlierst du auch nur 1. Jetzt bin ich gestunt. Ja, ich verstehe es nicht. Egal. Aber irgendwie cool. Weil ich meine, weil das Genre ist halt einfach spaßig. Ja. Und in Kombination mit so einem Puzzle-Battle finde ich es echt gut. Ja, aber wieder gewonnen. Ja, auf einmal. Ja, okay, ich schneid's nicht so ganz, aber cool. So, und bei solchen Sachen, damit ich, ich habe eine spezielle Haltung auch hier nochmal. Ja. Ich spiele die Games nicht so mit dem Daumen hier, sondern ich benutze die Zeigefinger, weil ich viel schneller drücken kann bei Shoot'em Ups. Ja. Ah, witzig. Aber gut, genug
Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke sehr. Das war ein geiler Move gerade. Egal. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein witziges Spiel, weil da könnte man ausprobieren, was macht der andere Charakter. Man könnte damit schon viel Spaß haben, glaube bestimmt, ich. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Das ist das auch so. Nice. Und du spielst das x-fach durch mit jedem Charakter, du findest die Eigenheiten und dann gehst du in den Multiplayer. Ja. Hat das jemand schon mal im Chat gesehen? Das ist wahrscheinlich ein sehr unbekanntes Spiel. Das gab es auch nicht in PAL. Also da gab es nur eine, es gab nur die Japan-Version, genau. Deswegen wahrscheinlich relativ unbekannt. Müsste mittlerweile in diesen ganzen Neo Geo Download-Fassungen, die unterwegs sind, ich meine auch eine PC-Version rausgekommen sein davon. Meinst du? Ja, das gibt es in diesen ganzen SNK. Ach, das Spiel für PC, ja. Collections oder wie auch immer. Also, dass du auch ein PC das für einen Euro oder so kaufen kannst. Ja, stark. Mittlerweile. Aber ich kannte es auch nicht. Ich habe dann in Vorbereitung für diese Show geguckt, was sind gute Dreamcast-Competitive-Games, One-on-One-Games, und da war das immer wieder dabei. Und ja, die Low-Frames sind natürlich schon auch irgendwie wild. Ja, das ist schon... Aber ja, schick aus. Ja, wir können ja mal auf die Punkte gucken, weil das ist interessant. Das ist jetzt sehr interessant. Das heißt jetzt, sehr gut. Wettbewerb Nummer 6 geht an mich und damit sind wir bei 13 zu 8. Perfekt. Das heißt, ich habe meine 5 Punkte Vorsprung, aber das letzte Spiel bringt 7. So ist es. Also besser hätte es nicht sein können, das letzte Spiel entscheidet. Okay. Wow. Das letzte Spiel entscheidet. Und für das letzte Spiel werden wir gleich einmal kurz die Location wechseln. Mhm. Wir haben eine kleine Neuerung, so viel kann ich auch schon mal sagen. Denn in den letzten Shows haben wir immer den Arcade-Automat abgefilmt. Diesmal ist es etwas besser geworden, denn wir haben ihn jetzt in der Capture Card. Oh. Das heißt, ihr kriegt das kristallklare Bild. Ja, super. Und ich glaube, zum Zugucken ist das deutlich besser. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Ist ein Spiel, kann ich gar nicht einschätzen, ist halt so ein Klassiker. Kann irgendwie jeder. Weiß nicht, wer das gut kann oder wer nicht. das werden wir sehen. Wir machen aber vor dem letzten Spiel natürlich noch mal ein kleines Päuschen, wenn ich das richtig sehe. Ja, machen wir, oder? Ja, machen wir. Ja. Machen wir noch mal ein mini, mini, mini kleines Päuschen. Holen uns noch mal ein Getränk. Das solltet ihr auch machen. Und dann solltet ihr auf jeden Fall nicht abschalten, denn gleich gibt es das große Finale. Denn wir müssen natürlich sehen, wer hier gewinnt. Und im Anschluss gibt es auch noch mal eine kleine Siegerehrung hier natürlich. Mhm. Je nachdem, wer den Pokal mit nach Hause nimmt. Und wir unterschreiben auch noch ein paar Sachen, die müsste ich gleich auch mal holen. Ja. Die gehen nämlich an den Gewinner des Gewinnspiels. Auch das werden wir natürlich am Ende noch auflösen. Also jede Menge Dinge passieren noch. Wir machen eine kurze Pause und in 3 Minuten sind wir wieder da. Bis gleich. Thank you.
Da sind wir wieder. Da sind Pause wir. Vorbei, ich habe den Mund voll. Ein kleiner Snack musste sein. Eine klassische Retro-Snack. Ja, wir haben es zurückgehalten, aber ich finde jetzt, wo ich vorne liege, kann man sich auch mal einen Chip reintun. Ich meine, die Leute mittlerweile da draußen, früher haben sich gestört, wenn man einen Stream misst, aber jetzt ist das Mukbang, ASMR, alles gehört dazu. So ist es. Ich hoffe, ihr habt auch einen kleinen Snack. Wir sehen ganz eifrig die Leute kleiner Feigling in den Chat schreiben. Ausrufezeichen kleiner Feigling. Das ist gut, denn es gibt Gewinne. Boah, ich kriege das Teil gar nicht hoch. Der nicht so kleine Feigling. Also, falls ihr dieses Ding hier gewinnt, bitte, ganz entspannt. Auch wenn ihr Durst habt, macht langsam und am besten, wahrscheinlich schon schwer, ein Bindchen zu kippen. Ja, das zum Beispiel könnte zu euch nach Hause kommen. Es gibt ein kleines Paket mit Mützen, die wir unterschreiben. Da kommt gleich noch unsere Unterschrift drauf und dann ist das eine nette Erinnerung an einen schönen, gemütlichen Abend. Dafür könnt ihr Ausrufezeichen kleiner Feigling in alle Chats machen und am Ende gibt es zwei Sieger. So ist es. Ja. Ja, das ist ein Oschi, oder? Was sind das? 3 Liter? 5? Ach, 3. 5 muss es da sein, oder? Das sind 3. 3 Liter? Ja. Aber okay. man muss, glaube ich, mal seine Rückenmuskulatur gut trainiert haben. Ja, auf jeden Fall. Der DHL-Bote wird sich nicht über dieses Paket freuen, dass ihr nach Hause kommt. Am besten 2 und dann regelmäßig so dann vernünftig die Muskelgruppen trainieren. Naja, gut. Muskeln werden uns nicht helfen bei unserem nächsten Spiel, lieber. So viel kann ich schon mal sagen. Nein, falsche Muskeln Richtung werden nicht helfen. Falsche Richtung geht. Wir sind kurz vor dem großen Finale. So muss man es sagen. Es gibt, ich bin hyped. Und schöner hätten wir es nicht machen können. Das ist das entscheidende Spiel. Ja, so ist es. Es gab auch schon die Situation, dass das letzte Spiel gar nicht mehr relevant war. Das ist ja dann nicht so schön. Von daher finde ich es umso besser. Du führst auf jeden Fall und du kannst hier schon mal, du hast ja für dich die meisten Spiele gewonnen des Abends. Du hast eigentlich schon... Weil ich habe ja auch das Kleinvieh weggemacht dann am Anfang. Du hast das Kleinvieh weggemacht, aber ja, vielleicht halt die falschen Spiele, aber im Endeffekt hast du von 7 Spielen schon mal 4 gewonnen. und ja, vielleicht kriegst du auch das 5. noch. Dafür werden wir aber gleich an den Arcade-Automat gehen nach hinten. Und wir spielen den absoluten Klassiker. Vorher genehmigen wir uns aber noch ein kleines Pinchen hier. Ein kleines Klöpferchen. Und ich würde, du hast gesagt, das Weiße. Gib mir mal das Weiße. Das Weiße ist nämlich Coco Biscuits. Bitte sehr. Kokos und Keks. Ich nehme Coco Biscuits. Hört sich an wie eine Modedesignerin. Coco Biscuit? Naja, heute von Coco Biscuit. Coco Biscuit, Pac-Man, nein. Pac-Man ist es nicht. Es ist, so klassisch ist es dann doch nicht, ja, oder? Man braucht doch Knöpfe. Man braucht Knöpfe, so viel können wir schon mal spoilern. Niemand wird es erraten. Würde mich sehr wundern. Schmeckt das Kokos auf jeden Fall raus. Ja? Ja. Das Label ist akkurat. Oh ja, das schmeckt aber sehr kokosig. Finde ich sehr gut. Prost. Dankeschön, Drake. Prost zurück. Oh, das gefällt mir aber. Eigentlich bin ich nicht so ein milchiger Typ, muss ich sagen. Aber das gefällt mir. Disc Jammer hatten wir auch schon. Das war auch geil.
da sind wir komplett, aber das war auch, das war, da sind wir ausgeflippt bei Windjammers, ja, ist genau. Windjammers war die Kopie, die später dann so gegeben hat. Windjammers ist auch ein Alltime Classic. Auch Bucketlist. So ist es. Ja, wir gehen, glaube ich, rüber. Es gibt ein kleines Video, damit ihr wisst, was euch gleich erwartet. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das irgendwie, ob man das können kann. Schwierig. Also, ihr werdet ja gleich sehen, was es ist. Ich bin nicht zu erfahren im Spiel, muss ich sagen, aber es ist tatsächlich ein, sagen wir mal, Arcade-Klassiker aus der zweiten Reihe. Es ist ein Klassiker, aber nicht jeder ist vertraut mit der Serie. Ja, deswegen, hier gibt es eine kleine Matz für euch. Bis gleich. Wie immer ist das letzte Spiel des Abends ein Klassiker am Arcade-Automaten. Und was für einer. Mit Peng geht es im Finale nochmal rund. Gespielt wird ein Best of Three. Wer in den einzelnen Partien die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Viel Erfolg im letzten Spiel des Abends. So, da ja, sind wir jetzt. Da sind wir. Hallo, hallo. Hallo Chat, wir können euch gerade leider nicht lesen. Muss ich richtig positionieren, damit man sich richtig positionieren. Im Frame auch sehen kann. So ist es. Ja, wir haben die Position gewechselt zum Arcade-Automaten und wir spielen Peng. Mhm. Das Erklärvideo hat gesagt, Best of Five, habe ich das richtig verstanden? Best of Five, ich weiß nicht inwiefern, also das heißt wahrscheinlich, wir machen so ein Multiplayer-Match. Ja. Und man hat ja Leben in dem Spiel. Genau. Ne? Und es geht dann um die höchste Punktzahl und das so, macht man Best of Five. So hat man das gesagt, stimmt. Ja. Wer alle Leben verliert, sammelt keine Punkte mehr. Mhm. Der andere darf aber so lange Punkte sammeln, bis er entweder mehr hat und es ist klar ist, dass es ein Punkt ist für denjenigen, weil du schon mehr hast. Ja. Oder wir vergleichen danach. Genau. Ja. Okay. So würde ich sagen, oder? Wer zuerst ablebt, sollte sich seine Punkte auch merken, damit man. Genau. Ja. Okay, dann denke ich mal, wir drücken beide. Das ist dein Startknopf. Ja. Gucken, ob es so klappt. Ich glaube, im Spiel. Dann Bild in Standard, ja. Da sind wir schon. Okay. Da sind zwei Spieler. Okay. Okay. Ich bin der blaue, Gregor ist der rote. Und es geht natürlich um Punkte. Mist. Ich wollte diese Pistole nicht. Ah, jetzt hast du mich erwischt. Aber ich habe noch mehr Punkte. Ja, ja. Oh nein. Ah. Oh, da ist natürlich meine Knarre ein bisschen besser. Das ist keine Knarre, tatsächlich ein bisschen besser. Ah, jetzt ist mich schon wieder erwischt. Okay, das heißt deine Punkte. Nee, 4000. Du hast noch eins. Genau, dann merken wir uns diese Punkte. Uff, Alter, das war knapp. Okay, du führst. Ich führe. Aber ich habe noch mehr Leben. Du hast mehr Leben. 7200. Oh nein! Okay. Das war dumm. Das heißt, wir können jetzt, wenn du 7300. Wenn ich da drüber bin, machen wir ein neues Match. Ja, oder? Ich glaube, das sollte auch. Ja, jetzt schon. Und, okay, du hast diese. Dann ist es 1-0. Und wir machen dann Best of. Best of Five. Ja, würde ich auch sagen. Oder? Könnte ja auch schnell gehen. Ja. Ich glaube, ich lasse mich sterben. Ich denke, dass das Schnellste ist, um wieder ins Menü zu kommen. Mach das mal, dann hast du jetzt den Vorrang. Ja, es ist knifflig vom Timing, wie schnell kommen dann die einzelnen Interhaken da raus. Ja, auf jeden Fall. Ich mache kein Continue. Wir starten wieder von vorne. Ja, diese Knarre, die du hast oder die du gerne einsammelst, dass du so schnell schießen kannst, gibt dir wahrscheinlich schneller Punkte. Aber. Ja, die erwischt dann aber auch nicht im Hochgehen. Genau, sondern das ist es. Treffen. Halt, ne? Okay, bist du bereit? Ja. 1-0 für mich. Und wir können auch gleich mal andere Level. Das können wir gleich mal machen, ja. So, weiter geht's. Ich blau, Gregor rot. Oh, das ist ein Schild? Ja, ist es. Okay, den Punkt hat aber das mehr. Ist auch ein geiles Game, oder? Und wir sind jetzt schon im nächsten. Ja. Ich will diese Scheiße nicht sammeln. Muss man abschießen, okay. 15.000 hast du? Mhm. Wie viel hatte ich denn? Das sind sehr viel. Gute Kombos. Oh, eins, okay. Ja, gut. Beide viel. Ah, da hast du mich einmal erwischt. Okay. Aber wir haben auch wieder ein Leben bekommen. Huiuiui. Du, da hast du jetzt einiges geholt. Okay. Ja. Okay, es wird wahrscheinlich immer deutlich schwerer. Oh. Hey, diese Knarre finde ich schlimm.
Ja. Oh, die ist ja ganz schlimm. Die darf man nicht sammeln. Okay, ich habe 7000 vorne. Ja, die darf man nicht sammeln. Pistole. Achso, das ist gut, das einzusammeln, das Ding nicht. Na komm. Oh, nee! Stark. Okay, geil. Geiles Game. Wieder so ein simples Spiel. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, ein Schild. Ich traue mich manchmal, Dinge nicht zu sammeln. Knapp. Aber das ist viel mehr Punkte. Umbrella. Au, 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 au. Ah, verdammt! 84.000. Geil! Das ist ja mega geil! Oh nein! Okay. Best of 5 haben wir gesagt, das kann 100 Stunden dauern! Ja, das wird dann endlos. Ah, wieso? Oh, das ist doch ein Schild, hatte ich gedacht. Ja, aber wenn du einmal berührst, ist der sehr schnell wieder weg. Ah, was jetzt? Oh. Nein, muss nicht. Ich hab diese scheiß Waffe. Ich auch. Ich lieb's! Das ist ja das Beste Spiel aller Zeiten! So. Shit. Du hast noch einen? Ja. Boah, das ist ja wirklich ein geiles Game. Vor allem competitive. Ah, nein! Oh, du hast auch noch einen. Jetzt habe ich auch noch einen. Okay, die da oben sind ja voll ätzend. Okay. Wir haben Best of 5 gesagt, Gregor. Vielleicht haben wir ja eventuell... Oh, oh. Das ist doch der Boss aus Mario Bros. 2. Mindestens. Also... Da ist er rausgekommen. Jetzt hast du mich erwischt. Aber ja, ich habe einen sehr großen Vorsprung. Okay, aber jetzt hast du ein extra Leben gekriegt. 127.000 irgendwas hatte ich. Dynamit darf ich nicht holen. Das kann noch eine halbe Stunde dauern gleich. Dynamit ist brutal. Oh Mann. Ja. Ja, das wird schwierig. Oh, da war noch einer hinter. 130, da war noch einer hinter. Okay, 1-1. Was 1-1. Hältst du davon, wenn wir, oder? Das könnte das Entscheidende sein. Genau, würde ich sagen. Weil jetzt haben wir beide 1. Jetzt können wir die Regeln verändern. Jetzt sind wir auch warm genug und ich glaube, das kann ruhig das Entscheidende sein. Würde ich auch sagen. Ja. Okay. Ja, dann lass es durchlaufen. Boah, das ist aber ein gutes Finalspiel, oder? Hart, ja. Gut, dass da die Lernkurve besser gewesen ist als bei Twinkle Star. Oh, okay, okay, okay. Gut, wir lassen es durchlaufen. Schönes Finale. Mhm. Best of 10, bitte, sagt der Chat. Ja, gut. Geiles Game! Wieder so ein schönes, simples Spiel. So, also. Dann, zwei Player. Was das macht. Ich glaube, ich kann zwei spielen. Ja, du kannst zwei, bevor ein zweiter der erste rausgekommen ist. Ja, aber die sind natürlich super. nein. Boah, du bist aber... Wirklich? Ja. Ah, das war aber... Ich glaube, je höher er ist... Nee, ich weiß es auch nicht ganz genau, wie sich die Punkte berechnen.
Shit. Ich glaube, wie schnell du die hintereinander triffst. Das kann sein, ja. Oh nein! Also das ist wirklich ein geiles Game. Nee, wollen wir nicht. Oh, komm mal! Ja. Ah, verdammt. Hast du mehr? Oh, ein paar mehr. Bisschen. Oh nein! Die dürfen nicht passieren. Ne? Ja. Hast du auch viele Punkte gemacht. Oh, da hast du immer noch 5000 mehr. Nein, die scheiß Knarre. Boah, ich bin gestorben. Okay. Unmöglich, du Mist. Shitte. Sehr gut. Wir haben gleich viele, genau gleich viele Punkte. Gibt's doch nicht, ey. Du hast ein Leben gesammelt, du Schwein, Gregor, du hast ein Leben gesammelt. Den hast du gerade schön auf den Kopf gekriegt direkt. Ja. 8000 gibt die Erdbeere. 8000! Das System ist mir schleierhaft. Oh, wow! Okay. Okay. Oh nein, hat mich erwischt. Oh, verdammt! Oh mein Gott! Oh. Sind wir? Ein bisschen mehr. Das gibt's doch nicht. Nein! Das war ich. Ah, ich war auch fast tot. Haben wir beide zwei Leben? Ja. Oh, die Aubergine hat ja 10.000 gegeben. Was? Ja. Aber es ist gar nicht mehr so viel. Nee. Okay, das ist ja Killer. Ja, das kann man hier nicht machen. Das ist ein Schild. Den Boden nicht wegschießen? Ich kann nicht mehr schießen. Ah. Kann ich mehr schießen? Ach, weil die Dinger bleiben. Ja. Okay, ich habe 30.000 mehr noch. Das endet nicht, Gregor. Aber das ist ein geiles Finale.
Boah, mit dem Schild. Ja, jetzt hast du viel mehr. Ui. Oh. Hä? Fällt mir auch runter, aber ich brauche einen guten Zeitpunkt. Ja, da hat sie ja mich erwischt, aber ich habe auch schon 80 mehr Punkte. Ja. Wow! Ja. Also dieser Schuss ist echt der Killer, den darfst du nicht einsammeln. Nein, in der Situation. Aber ich muss halt runterkommen. Jetzt. Ah, das ist natürlich jetzt mega ätzend. Ah, das ist der schlimmste Schuss, dass er stehen bleibt. Zweiundzwanzigtausend. Ich habe einen Vogel auch noch erwischt. Zählt das für was? Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, das galt auch noch als Gegner für, um das Level abzuschließen. Na, ah, jetzt bin ich raus. 380.000. Ja, 380. Das ist halt voll viel. Also, ich habe zwar noch zwei Leben, aber... Aber jetzt zählst, ne? Wenn du mehr als 380 hast, hast du gewonnen. Genau. Den ganzen Wettbewerb. Okay. Ja, gut. Ja, das könnte noch was werden, das ist ja noch zwei Leben. Ich hätte gerne diese Möhre da. Okay, 300.000. Nee, Vogel gibt nichts. Okay. Ja, haut dich runter aber, ne? Ja, das ist natürlich scheiße. Okay, 305.000. Was hattest du? 380. 380 irgendwas plus. Ich werde nachher genau auf den Punkt gucken, auf jeden Fall, wenn es eine Rolle spielt. Aber du musst diesen Level jetzt auch schaffen, ne? Ja, ja, das ist das Problem. Das ist halt hier scheiße. Der ist natürlich jetzt hier gut. Aber ich muss wieder da rein. Das ist halt das Ding. Springen kannst du ja auch nicht. Du musst die Sache drumherum nehmen, ne? Ja, das ist halt scheiße. Okay, ich muss da rein. Okay, letzte Chance. Ja, aber das ist kacke. Ich brauche da ein Schild am besten. Oder das Dynamit. Aber es kommt natürlich nichts, wenn du nicht zuerst proaktiv bist. Ja. Ja, ja, klar. Du kannst hier durchballern. Das stimmt. Mäp. Oh, jetzt hast du den Schild auch noch. 309.000. Also. Ja, das kannst du schaffen, ja. 313.000. Ja, diese Lücke, die macht es auf jeden Fall natürlich deutlich angenehmer. Ui. Jetzt kommt der hinterher, ey. Time over! Haha! Ah, hab ich gar nicht gesehen. Ich hab gewonnen. GG? Ja, danke sehr. Oh, Mann! Ah. Aber das war ja wohl mal ein mega geiles Game, oder? Boah, ja, also als letzter Wettbewerb hast du... Hattest du die Zeit gesehen?
Ich hatte jetzt gerade eben, ja, ich wusste, dass es eine Zeit gibt, aber ich habe darauf gar nicht geachtet jetzt auch. Verdammt, das war diese eine Kugel, aber ich glaube, es ist ja 380, 460 ist mein Highscore hier. Und ich hatte jetzt 310 oder so. Irgendwie sowas. Oh, ja, geil! GG, Mann, mein Gott! Mann. Ey, gutes Game. Das war ja. Dann lass uns wieder zurück auf die Couch gehen. Okay, wieder auf die Couch zurück. Boah, das war jetzt nochmal richtig aufregend. So, da sind wir wieder. Boah. Also das ist jetzt wieder so ein Spiel, das könnte ich jetzt wirklich 2 Stunden spielen. Jetzt, das wird der nächste Streaming-Abend bei dir. Also ne? Ja, das Problem ist, wenn man jetzt wieder von Level 1 anfängt, weiß ich nicht, ist dann so spannend. Check die, aber ich glaube, man konnte es anfangen. Check die Sequels aus, da gibt es auf jeden Fall. Ne? Es gibt Buster Brothers ist der andere Name im Westen. Da gibt es auch eine PlayStation 1 Collection. Ja, geil. Okay, das halten wir mal im Hinterkopf. Ja, los, lass uns mal auf die Punkte gucken. Gucken wir mal aufs Tableau. Blick aufs finale Scoreboard. So, ja, 13-8, aber siebtes Spiel. Ganz schön zerstört. Das muss ich mal so sagen. Ja, ist wirklich ganz schön zerstört, wurde ich. 20-8. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also wirklich verdient gewonnen, muss man einfach sagen. Aber schönes, spannendes Spiel noch am Ende. Also perfekt, alles perfekt gelaufen. Aber im Endeffekt hast du absolut verdient gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch. Es ist auch einiges. Also ich danke, ich nehme es dankend an hier. Es ist natürlich auch außerhalb deiner Spezialgebiete hier, was man sagen muss. Und ich habe lange Zeit Dreamcast gespielt, inklusive viele der Spiele, die hier gewesen sind. Trotzdem hast du dich aber auch sehr gut, gerade bei sowas wie Soul Calibur, das wob mich trotzdem, dass du da so ganz knapp gewonnen hast. Ja. Aber man möchte ja nicht perfekt rausgehen. Nein. Also wirklich, Gratulation Gregor. Ja, so ist es. Und das erste Mal, dass an Ostern was Gutes passiert ist. In der Geschichte der In der Geschichte des Ostern. Geschichte von Ostern. Ja, ich bin wieder auferstanden als und Sieger. Weißt du was, du kriegst sogar nicht nur die Ehre, also du kriegst sogar noch diesen wunderbaren Retro Gaming Night. Das ist ja klasse. Herzlichen Glückwunsch. Den hast du verdient. Applaus für Gregor im Chat. Einmal Applaus. Applaus. Maschine einfach. Geil. Du bist und bleibst die Sega-Maschine. So müssen wir es einfach mal sagen. Ab sofort will ich auch nur noch mit Herr Maschine angesprochen werden. Ja, okay. Ich merke es mir. Ja, wunderbar. Nicht nur Gregor hat heute gewonnen. Eventuell hat auch der ein oder andere Zuschauer gewonnen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass die ganze Zeit so viele Leute da sind und sich angucken, wie wir an Ostersonntag alte Spiele spielen. Ja, das finde ich eine richtig schöne Sache. Ich finde schön, dass auch mal diese Dreamcast mal wieder eine schöne Bühne kriegt, um ihre Spiele zu zeigen. Das finde ich richtig, richtig geil. Und das hat Spaß gemacht. Und guck mal, das haben wir ganz vergessen in der Aufregung. Hier wird es vom Viper im Chat nochmal gesagt. Sehen wir doch den griechischen Arcade-Griff. Ach so. Wollen wir noch mal rüber kurz, dass ich ihn dir zeige? Also so kompliziert ist er nicht, aber wenn der ausgepackt wurde, dann war die Kacke am Dampfen. Okay, aber so, sehen wir den jetzt eigentlich gut? Wir können ja das hier machen. Wir brauchen sie ja nicht mehr. Halt mal dann da drüber, dass wir jetzt gehen wir hier auf die Sticks raus. Also die meisten waren ja oft so angerichtet. Ne? Hier der Stick, das hier. So, das ist der griechische Move. Und warum sollte das jetzt sinnvoll sein? Ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert tatsächlich. Wirklich? Wer den ausgepackt hat, auf einmal die Hände hier gewechselt, das Überkreuz ist wichtig. Ja. Du konntest dich aber entscheiden, machst du rechter Arm überkreuz oder linker Arm überkreuz. Rechter Arm fand ich mal ein bisschen besser, weil dann kann ich hier so den Griff machen. Und dann hast du eine ganz andere, als ob jemand anderes spielt als du. Mit einem ganz anderen Skill-Level. Das ist der griechische Arcade-Move. Okay, Leute, da haben wir was gelernt. Das habe ich noch nie gehört. Siehst du? Ich kenne den japanischen und sonst kenne ich nichts, aber den griechischen Arcade-Move, den kannte ich leider nicht. Das war der griechische Arcade-Move. Ja, wir gehen wieder zurück auf die Couch. Ja, machen wir. Der gute alte griechische Griff. Vielleicht hätte dir das geholfen dann gerade gleich eben noch. Boah, auf gar keinen Fall. Also bei Bang auf gar keinen Fall hätte mir das geholfen, mit rechts, also es ist ja so wenig intuitiv, mit rechts die Bewegung auszuführen. Denkst du jetzt, ne? Ja. Vielleicht hätte ich mehr in griechischen Arcade-Hallen... Think outside the box. Ja, vielleicht hätte ich das machen müssen. Ja, stark. Cool. Das war wirklich ein richtig, richtig, richtig schöner Abend. Glückwunsch dir. Aber jetzt losen wir die Gewinner aus. Mhm. Es gibt wunderbare Gewinne. Wir schicken hier diese 3 Kilo, 4 Kilo wahrscheinlich. Riesigen Flaschen könnt ihr gewinnen, unter anderem. Es gibt noch Mützen, die wir jetzt hier gleich live unterschreiben. Vielleicht einfach als kleine Erinnerung. Ich meine, damit läuft der ja wahrscheinlich nicht durch die Innenstadt, aber vielleicht einfach als kleine Erinnerung. Wenn man sich das nochmal als Video anschaut, Wettbewerb, weil ich finde, diesen Wettbewerb, das sollte auch eine Ostertradition werden, wenn man sich den nochmal anschaut. Finde ich auch. So, dann machen wir mal hier zack. Einmal. Dann mache ich hier direkt den zweiten. Den zweiten, dann mache ich meinen Otto daneben. Und dann darf der Gregor auch. Danke dir. Und dann schicken wir die zu dem Gewinner oder der Gewinnerin. Die müssen wir allerdings noch auflösen. Ihr konntet in beiden Chats Ausrufezeichen kleiner Feigling über den Abend reinposten. Und
Ich denke, wenn unsere Regie soweit ist, könnte sie die Gewinner bekannt geben. Ich drücke allen die Daumen. Toi, toi, toi. Mhm. Glückwunsch an, war es da schon? Bla, bla. Bla, da war es schon. Ja, 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 bla. Nee, Glückwunsch an Sickerim. An Sickerim M, unterstrich EN. Und Sickerim. Glückwunsch an bla, bla. Ja. Das heißt, das ist wahrscheinlich YouTube und das oben ist Twitch. Genau, ne? YouTube, also bla, bla, der bei mir bei YouTube dann mitgebracht hat. Genau. Sickerim und @blabla, ihr beiden. Bitte, wir können es ja nochmal einblenden, die E-Mail-Adresse einblenden. Herzlichen Glückwunsch. Da wird natürlich jetzt gleich überprüft, ob ihr 18 seid. Nee, was heißt jetzt gleich? Bevor man die Sachen raussendet. Mhm. Dort bitte eine Mail hinschicken und sagen, hier, da bin ich, Sickerim oder bla bla. Und ich habe gewonnen. Wunderbar. Ja. Das war doch wirklich ein sehr schöner, runder Abend. Ein spannender Abend. Zum Glück ist hier niemand durchmarschiert, obwohl du schon ganz schön durchmarschiert bist, aber nicht so, dass es nicht spannend ist. Ich sagte ja, also ich wusste nicht, inwiefern, ich habe ein bisschen auf meine Vorerfahrungen setzen können, wie gesagt, ja. Aber ich weiß ja gerade, dass du sehr talentiert bist, gerade was ältere Spiele dann angeht. Ja, eigentlich es macht der Erfahrungsvorsprung einfach aus. Mit, ne? Sicherheit, und, das war's. Und ich glaube, da konnte ich mit meinem, vielleicht ist es, dass ich dadurch, dass das altersbedingte Delay bei mir selbst drin habe, kann ich einfach viel besser mit sowas umgehen hier nochmal. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall hast du verdient gewonnen und darum geht es ja. Ja, das war ein richtig schöner Abend. Also an der Stelle auch nochmal ein dickes Dankeschön an Kleiner Feigling, der das Ganze hier gesponsert und möglich macht. Denn ich finde es super schön, wenn wir wegen solchen Events hier zusammen sitzen können und alte Spiele spielen können. Genau, wann gibt es nochmal eine Gelegenheit, dass ich hier mal hier... Ich darf mir jetzt 3 Spiele aussuchen, oder? Geil, weiß ich noch nicht. Ich nehme 3 Lufias. Ja, ja, das dachte ich mir. Genau, einfach ein richtig schöner Abend und dickes Dankeschön an den kleinen Feigling. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber auch nochmal, ich werde nicht müde, das zu sagen. Das ist natürlich immer auch ein heikles Thema, Alkohol im Stream. Wir möchten, dass ihr damit ganz verantwortungsbewusst umgeht. Wir wollen auch nicht dazu aufrufen, hier irgendwelche Saufspiele zu spielen oder sowas. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht nur darum, dass wir in einer entspannten Wohnzimmeratmosphäre, die wir ja nun mal hier haben, vielleicht auch ein so ein Pinchen trinken und wollen nicht sagen, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Macht das und haut euch das hinter die Binde. Das ist ganz wichtig. Aber ja, trotzdem vielen, vielen Dank dafür, dass wir das hier machen können. Und ja, Dankeschön. Sehr nice. Ja, wunderbar. Da bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen. Es war mir ein Fest. Ja. Ich habe verloren. Du nimmst den Pokal mit. Ich nehme den Pokal mit. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob ich habe schon ein paar Mal verloren, glaube ich, traurigerweise. Ja, ich bin sehr schlecht. Aber tut's das erste Mal richtig weh? Nee, heute tut's mir überhaupt gar nicht weh. Ich wusste, dass du super stark bist und ich wusste, dass du auch die Dreamcast natürlich kennst. Mhm. Zumindest besser kennst als ich. Das wusste ich, aber ich wusste natürlich nicht, dass du sie auch beherrschst. von daher, nein, das ist absolut super. Das tut mir überhaupt nicht weh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich akzeptiere das, wie gesagt, und es ist ein schöner Pokal, den ich nochmal einreihen kann. Bei mir habe ich noch den Nerdquiz-Gürtel natürlich, der eher stellvertretend ist für alle Kandidaten, die da draußen sind. Plus noch den Rocket Beans und Eis-Pokal habe ich noch. Den ich damals mit Hast du auch Platz für die ganzen? Gino gemeinsam gewonnen habe. Ja, irgendwo kann ich bestimmt noch ein paar alte Super Nintendo-Spiele rauswerfen dafür. Verstehe. Ja. Sehr schön. Okay, wunderbar. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, als euch noch einen wunderbaren Abend zu wünschen. Mich zu bedanken für die ganzen Zuschauer, die da sind, denn nur so macht es natürlich Spaß. Ein sehr aktiver Chat, ein sehr netter Chat. Hat richtig Spaß gemacht, die Nachrichten zu lesen. Schön, dass so viele beim Quiz mitgemacht haben und ja, richtig runde Sache. Genau, und auch cool, dass ihr alle bei YouTube mal hier sowas eher seltener. Mhm. Wenn ihr über dazu geschaut habt, nicht nur fürs aktive mitmachen, sondern ich habe es gesehen, ich selbst bin nicht so häufig bei Twitch unterwegs und ich streame auch nicht so besonders häufig, sondern mehr YouTube-Videos. Wenn ihr bei Densen bisher gar nicht über mein Schaffen Bescheid gewusst habt, checkt rpgheaven.de aus. So ist es. Da findet ihr dann meinen ganzen YouTube-Krams, der da ist. Aber die Leute, die dann von mir das hier zum ersten Mal mitbekommen haben, wenn ihr hier Densen supporten wollt, dann twitch.tv/densen86. So ist es. Wunderbar. Nur weil die Frage gerade kam, ja, ich bin morgen ganz normal wieder online, alles so, wie der Plan es sagt. Sehr schön, danke, dass du da warst, Gregor. Ja, es war mir wirklich ein Fest. Ich hoffe, dass wir nochmal zusammenkommen und nochmal alte Spiele spielen. Das werden wir auf die eine oder andere Art machen. Es steht ja auch immer noch raus. Ich weiß, also ich muss das irgendwie mal vernünftiger vorantreiben, dass du im Retro-Club dann auch mal sehr gerne Chance bekommst. Und sehr gerne. Weißt du, der Eintritt sind 4 Lufias dann dafür. Ich denke nochmal nach. Es werden immer mehr. Ja, ja. Aber nicht nur da, ob es bei Rocket Beans ist, oder wieder Speedruns und was immer dann da machen. Wir werden uns auf jeden Fall wieder über den Weg laufen. Wir werden bestimmt noch irgendetwas dann in der Gelegenheit machen können. Es war, wie gesagt, sehr schön, auch mal hier direkt vor Ort sein zu können. Dann. Schön. Okay, wunderbar. Dann ist es jetzt aber soweit. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und wo auch immer, sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder.
Ja, danke fürs dabei sein und bis die Tage. Tschüss, Leute. Tschüss.